Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden heute mit dem E-Commerce-König. Wir wollen von ihm wissen, was denn nun wird aus dem Karstadt ohne Rolltreppe. Er analysiert für uns das ewige Duell Zalando versus About You und erklärt, warum Temu eine große Zukunft vor sich hat. Dann geht es um seine große These darum, dass heute nicht mehr die Händler das große Geschäft machen, sondern die Plattformbesitzer. Und er kürt sie die Aktien der künftigen Sieger und Verlierer. Und er verrät, wie jeder zum Gewinner in der Aufmerksamkeitsökonomie wird und prophezeit den perfekten Fahrradkaufmoment. Ein Gespräch mit Alex Graf. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Samstag, der 5. Oktober und die Börsen sind nach einem wirklich durch und durch starken September wechselhaft in den Oktober gestartet, während der DAX nämlich die Woche mit einem Minus, so relativ deutlichen Minus von knapp 2% beendet hat, konnte sich die Wall Street gerade noch so am Freitag dank eines beachtlichen Schlussspurts ins Plus retten, lieber Holger. Das ist durchaus bemerkenswert. Du musst ja wissen, der Oktober ist jetzt zwar unterm Strich ein positiver Monat, aber das ist der Monat mit den stärksten Schwankungen. So, und das ist, also wenn man mal guckt, von hoch bis tief innerhalb eines Monats ist der Oktober halt derjenige, der die größte Schwankung hat. Und ja, das hat natürlich in dieser Woche noch unter den geopolitischen Risiken noch zusätzliche Schwankungen gegeben. Die Woche stand ja unter dem Eindruck der Eskalation im Nahen Osten. Ölpreis diese Woche plus 8,5%. Aber ich finde, für das, was sich da gerade bietet, $78 je Barrel, relativ moderates Ölpreisniveau. Wir hatten ja schon mal das Jahreshoch 91 im April und wir hatten das Allzeithoch 150 im Jahr 2008. Und da finde ich $78 für diese Eskalationsstufe, die wir da gerade haben, absolut, relativ, wenig, oder? Da ist von Panik noch nichts zu spüren. Ja. Nee, das ist, ich meine, ihr habt ja schon gut erklärt, warum das gerade so ist und dass sich das durchaus auch noch ändern kann. Und ihr habt erklärt, wie man sich dagegen absichern kann, beziehungsweise dieses Szenario nutzen kann. Ja, aber das Problem ist mit dem Absichern, dass diese normalen Produkte, die es gibt, wir hatten ja den Wisdom Tree, dass die wahnsinnige Rollverluste wieder haben. Weil du auf Terminkontrakten arbeiten musst und alle 6 Monate oder alle 3 Monate, je nachdem wie er aufgebaut ist, werden die Kontrakte von einem in den nächsten gerollt und dann ist immer der neue Kontrakt teurer als der alte und dann kriegst du halt immer einen Rollverlust drauf. Und deswegen sind diese Produkte nicht so doll. Und da ist der Kollege Defner, der das Ganze mit CFDs macht, dann wesentlich ehrlicher unterwegs, auch wenn CFDs natürlich nur was für sehr, 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 sehr risikofreudige Menschen ist, die auch wissen, wie sie damit umgehen. Und wie heißt es immer so schön? 78% der Menschen, die CFDs investieren, verlieren Geld dabei. Stimmt, das ist der Disclaimer, der dann immer kommt. Ja. Das stimmt. Was man noch sagen kann am Freitag, dass die Arbeitsmarktzahlen, auf die ja alle gewartet haben, waren ziemlich stark. Auch stärkere Lohnzuwächse. Eigentlich gefühlt fast zu stark. Aber der Markt hat sich entschieden, das so zu interpretieren, dass man sagt, okay, eine Rezession wird es dann doch nicht geben. Genau, Good News, Good News war es zumindest. Jetzt muss man natürlich gucken, kommende Woche gibt es die Inflationszahlen aus Amerika. Und wenn die jetzt auch heißer ausfallen sollten, dann ist natürlich Good News wieder Bad News. Ja, ja. Aber jetzt war erstmal Good News, Good News. Man konnte es schon sehen, dass am Anleihemarkt ein paar Zinssenkungen wieder ausgepreist worden sind. Da war ja bis Ende 2025 waren ja irgendwie 10 Zinssenkungen drin, jetzt sind es nur noch 6. Also ist schon richtig was rausgepreist worden. Wenn man sich auch anschaut, die 10-jährige Rendite, die ist jetzt wieder in Amerika fast bei 4%. Die war am Wochenstart ja
noch 3,75. Und in Deutschland ist es auch wieder gestiegen. Also alle Menschen, die Immobilien finanzieren, die hatten mal einen kurzen guten Moment. Vielleicht kommt er auch wieder. Man weiß es nicht. Man muss halt jetzt mal schauen, wie sich die Inflation weiterentwickelt. Und irgendwie hatte man in den letzten Wochen so das Gefühl, Inflation ist tot und jede Zahl war wieder niedriger. Dann gehst du in den Supermarkt und alles wird da teurer. Und du fragst dich so, was ist denn da los? Aber ja, es ist der Warenkorb, ist das Geheimnis, die Antwort auf die Sache, dass die Sachen, die da gerade teurer werden, halt nicht so stark gewichtet sind. Nur wenn jetzt auch wieder Öl teurer wird und da die Tankstelle auch wieder teurer wird, dann ist auch der Energiepreis wieder was nach oben geht. Dann haben wir die individuelle Inflation, um die es ja in dieser Woche auch ging. Das ist ja tatsächlich erstaunlich, dass jeder Verbraucher sie doch etwas oder deutlich anders spüren kann. Also der Fahrradfahrer Chipitz, anders als der Autofahrer Sommerfeld, wobei der Sommerfeld ja E-Auto Strom lädt. Und da dann Strom hast du auch schon nicht, wieder anders. Strom ist nicht günstiger geworden. Nicht wirklich. Wollen wir mal auf die Märkte noch mal kurz gucken, auf unsere Ranglisten hier. Beim DAX, wie gesagt, minus 1,8% in dieser Woche. Ganz vorn Rheinmetall. Ja, klar. Das wundert einen nicht in der Gemengelage. Und zumal es wahnsinnig teuer ist, diese Raketen abzuschießen. Ich glaube, war es nicht 1 Million kostete so eine David-Sling-Rakete oder so eine andere Abfangrakete? Es ist nicht ganz günstig so. Nee, wobei, da gibt es auch noch deutlich teurere Exemplare, ehrlich gesagt. Also 1 Million ist viel, aber das geht auch noch deutlich teurer tatsächlich. Rheinmetall auf jeden Fall deutlich im Plus, fast 8%. Und Siemens Energy auch mit 7,5%. Und dann haben wir natürlich noch Covestro. Da gab es ja diese Woche Vollzug der Übernahme durch ADNOC. Und dann, klar, Deutsche Bank, wenn die langfristigen Zinsen steigen, dann kann man wieder einen hübscheren Zinsspread draus machen. Mit Fristentransformation, das ist natürlich für die auch schöner. Was ist noch im Plus? Deutsche Telekom, Fresenius, Siemens. Unwesentlich. Tatsächlich. Und die großen Gewinner der letzten Woche, die ja so ein bisschen auf den China-Hype aufgesprungen sind, die haben diese Woche wieder diesen Hype ein bisschen abgegeben. Infineon minus 7,1, Porsche minus 6,2. Und BMW ist auch wieder minus 4,2. Weil er nicht nachhaltig war, dieser Hype. Und wir haben es ja jetzt auch gesehen. Am Freitag gab es ja dann das Go der EU, der Kommission, beziehungsweise der Mitgliedsländer. Zölle sollen kommen. Und wie ist es so schön? Der Gratismut des Bundeskanzlers hat sich nicht ausgezahlt. Natürlich nicht. Aber wobei, man weiß nicht, also er hat ja im Vorfeld dann gesagt, wie heißt diese Erklärung? Achso, seine Richtlinienkompetenz gemacht. Und hat ein Machtwort gesprochen, aber wie gesagt, völlig wertlos. Zumindest war klar, dass er da überstimmt wird bei den Mitgliedstaaten. Andererseits muss man natürlich sagen, er hat natürlich nochmal den Chinesen suggeriert oder signalisiert, wir wollen ja mit euch Geschäft machen, liebes China. Und den Autobauern hat er auch nochmal gezeigt, wir stehen an eurer Seite, nur er wusste natürlich auch, dass das gar nichts bringt. Tja. Und jetzt bleibt nur abzuwarten, wie hoch die Zölle dann tatsächlich im Einzelfall werden. Schauen wir mal. Jetzt, wo wir bei China sind, können wir ja auch vielleicht nochmal den China Golden Dragon Index nehmen. Das ist, Nasdaq Golden Dragon heißt er besser gesagt. Das ist ja der Index, wo die chinesischen Werte gelistet sind, die an der Wall Street auch notiert sind. Ja. Und der hat in dieser Woche 12% zugelegt. Also selbst in der Golden Week, wo ja die Festlandsbörsen in China geschlossen sind, nur Hongkong offen ist, haben chinesische Werte nochmal 12% gewonnen. Und auch da ist eine, die in Deutschland sehr beliebt ist, Jinko Solar plus 29%. Okay. Ja. Gut, also, dann gucken wir nochmal kurz auf den Nasdaq. Da sind auch ist auch eine chinesische Aktie ziemlich weit oben, nämlich PDD, haben wir schon mehrfach jetzt drüber gesprochen. Das ist ja quasi die Temu-Aktie. Genau, und da werden wir auch heute nochmal drüber sprechen mit unserem Gast. Also insofern passt das alles sehr gut rein. Gut, Constellation Energy, auch darüber werden wir reden. Da ging es ja wieder um Atomkraft und da sagt unser Gast eigentlich, das ist... Nicht verraten!
Er hat eine klare Meinung dazu. Er hat eine klare Meinung dazu. Wobei Constellation Energy und Vistra sind jetzt sogar im S&P 500 auf Jahressicht vor unserer Nvidia. Ist das so? Energie. Ja, ich glaube, ich müsste noch mal gucken, ob sie wirklich noch beide sind, weil Nvidia hat diese Woche ja auch einigermaßen zugelegt. Ich würde mal hier einmal einfach einen Live-Check machen, wie das aussieht. Und du könntest mal die Wochenbilanz vom S&P. Also die spektakuläre Wochenbilanz des S&P 500 lautet ein Plus von 0,22%. Und du hast es gerade gesagt, Vistra mit fast 18% stärkster Wert. Genau, und auf Jahressicht 259 und liegt vor Nvidia, aber Constellation liegt ganz leicht hinter Nvidia. Also Nvidia hat diese Woche auch wieder, müsste gut performt haben. Da gab es ja diese Geschichte von der Nachfrage, die insane sei, wie sich Jensen Huang ausgedrückt hat bei CNBC. Ja, wenn er das sagt, wird es so sein, ne? Ist ja klar. Hier bei den Verlierern fällt noch auf Nike nochmal minus 8%. Ja, da ist die Euphorie um den neuen alten Chef, beziehungsweise den Klassiker. Der ist ja noch nicht da. Verflogen. Ist ja noch nicht da. Trotzdem. Und sie haben einfach mal die Jahresprognose einfach mal weggenommen und haben gesagt, dass die Analystenkonferenz, die verschieben wir mal. Wow. Oder beziehungsweise, das gab es so ein Capital Markets Day. Und was auch noch bemerkenswert ist, diese Woche Humana, die richtig fett verloren haben. Es ist so ein Krankenversicherer. Und die haben wohl, die machen wohl relativ viel Geschäft mit Medicare. Das ist ja die staatliche Absicherung. Und dann haben sie wohl ein paar Sterne verloren. Und dann kriegst du halt nicht mehr so viel Neugeschäft. Und das muss wohl nicht so gut sein. Und deswegen ist seit Jahresanfang die Aktie minus 48%. Uiuiui, allein diese Woche ein Viertel des Börsenwerts verloren. Weg. Einfach weg. Weg. Ich würde aber kurz nochmal zu Nike zurückkommen, weil das ist eigentlich die schöne Überleitung zu unserem Gast, weil auch dort wird er erklären, was denn eigentlich das Problem war mit Nike in den vergangenen Jahren und ob das womöglich relativ schnell oder eben nicht zu fixen ist. Und unser Gast ist ein alter Bekannter hier im Podcast, Alex Graf. Genau, zum wievielten Mal ist er da? Viertes Mal oder drittes Mal? Nee, ich glaube drittes Mal. So häufig war er noch nicht, aber er ist immer wieder Thema, weil er auch sehr präsent ist und auch irgendwie wahnsinnig gut vernetzt. Also ich glaube, die Hälfte unserer Stammgäste ist mindestens gut bekannt, im Zweifel sogar befreundet mit ihm. Genau, kennen ihn. Also von daher. Das wäre dann in der LinkedIn-Kategorie wäre das dann 1. Ja, ne? Da gibt es ja die Kreise, 1, 2 und 3. 1, da bist du richtig gut bekannt, Kumpels. 2 ist ein bisschen der weitere Bekanntenkreis und 3 bist du nicht bekannt. Ja. Ja, und das Schöne ist, dass wir mit Alex heute wirklich so viele Themen der letzten Tage und Wochen echt aufgreifen können und seine Expertise dazu abfragen. Wir haben es gerade gesagt, Nike, Temu, China an sich. Dann kommt jetzt ein neues Buch von ihm raus. Mhm. Da geht es um das Thema Plattformökonomie und das sozusagen ihre wahre, ganz neue, dominante Bedeutung. Und das ist natürlich auch sehr spannend, weil er da natürlich auch clever und smart, wie er ist, uns auch direkt dann die Aktien dazu nennen kann und wir mit ihm die durchgehen. Und nicht nur das, sondern ist ja ein Tech-Entrepreneur, der so ein bisschen universal gelehrt auch ist. Also er geht mit offenen Augen durch die Welt und sieht halt viele Phänomene und versucht halt, sie uns zu erklären und das ist das Spannende auch, dass er mit ihm einfach mal links abbiegen kann und dann haben wir da auf einmal einen spannenden Punkt, dann biegen wir rechts ab und es gibt wieder was Spannendes zu berichten. Genau, und er ist Podcast-Profi. Ja, das ist er auch. Und deshalb sehr, sehr unterhaltsam und er hat Spryker gegründet, das ist, da haben wir gar nicht gefragt, wann er Börsengang macht, das haben wir nicht bis hier jedes Mal gemacht, diesmal haben wir es vergessen und er hat uns wahrscheinlich wieder gesagt, dass heutzutage Börsengänge später stattfinden. Wir haben ja in Deutschland diese Woche auch 2 Börsengänge gehabt. Das haben wir ganz vergessen. Springer Nature, das ist sogar erfolgreich gelaufen. Und diese Abspaltung von Eckert und Ziegler, das war eher ein Flop. So. Ja, das war zu erwarten tatsächlich. Aber 2 IPOs in einer Woche, das ist in dem Umfeld. Verdoppelt mal eben, die Jahresbilanz verdoppelt. Bemerkenswert. Bemerkenswert. Das ist und wir haben ja auch erst vergessen. Oktober 2 IPOs, Wahnsinn. Wir haben 4 jetzt insgesamt. Ah, 4, 2 in dieser Woche, 4 insgesamt. Douglas, genau. Ich glaube, Renk hatten wir noch, Douglas,
dann diese Abspaltung Eckert und Ziegler mit dem komischen Namen, weshalb ich mir das nicht merken kann, und halt Springer genau. Nature. Und Birkenstock war ja in Amerika. War das dieses Jahr? Das war dieses Jahr. Oh, das ist schon wieder länger her. Ich weiß es nicht. Wie auch immer, das soll auch nicht unser Thema sein. Nein. Unser Thema ist heute E-Commerce und alles, was damit zusammenhängt. Und unser Gast ist Alexander Graf. Wir sagen herzlich willkommen, Alex. Moin, moin. Tja, schön, dass du wieder da bist. Seit dem letzten Mal bist du ja richtig gesichtsbekannt geworden. Sprechen die Leute dich schon drauf an? Du bist ja aus Funk und Fernsehen bekannt. Man sieht dich überall im Fernsehen jetzt als den Temo-Experten. Immer wenn es darum geht, bestelle ich was bei Temo oder nicht, rufen die Leute bei dir an und sagen, und dann musst du sagen, ob man das machen sollte oder nicht, oder? Ja, tatsächlich bin ich gesichtsbekannt, aber nicht so, wie ich dachte. In meiner Szene hat das jetzt nicht so einen großen Einfluss gehabt. Da gucken die Leute nicht mehr so viel Fernsehen. Das erste Mal, als ich angesprochen wurde, war tatsächlich hier in unserem Dorfrestaurant beim Italiener. Und da hat die Bedienung gesagt, du warst doch im Fernsehen. Dich habe ich vor kurzem gesehen. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Aber jetzt in meiner LinkedIn-Blase und Twitter-Blase ist das nicht so aufgefallen. Ja, aber man darf das nicht unterschätzen. Ich war ja auch vor ein paar Wochen bei Sat.1 Frühstücksfernsehen. Und die haben ja wirklich immer noch sehr, sehr gute Quoten überhaupt, diese Frühstückssendung. Und die Leute konsumieren das tatsächlich morgen, weil ich frage mich, wer macht denn morgens den Fernseher an? Aber die nehmen das oft noch als Radioersatz. Also ich habe tatsächlich auch, von normalen Menschen relativ viel Feedback bekommen. Also das ist noch präsenter, als man denkt. Also ich glaube schon, dass du jetzt so richtig berühmt bist, Alex. Ja, aber du warst ja nicht nur, Du warst ja nicht nur beim Frühstücksfernsehen, du warst ja auch, ich glaube, ARD warst du, RTL warst du, du warst ja überall. Also in all. Ja, aber ich dachte, es geht jetzt einfach so los wie mit so richtigen Influencern, dass man jetzt irgendwie kostenlos Hotels bekommt oder so. Irgendwelche tollen Goodies, wo man dann einfach nur auf dem Instagram-Account sagt, hier, ich bin, keine Ahnung, im Adlon in Berlin, schön hier, und dann kriegt man das kostenlos. Aber das ist leider nicht der Fall. Noch nicht, Alex, muss man sich noch mehr nackig machen. Ja. Aber du bist ja jetzt hier im Podcast, vielleicht ist das ja dann der endgültige Durchbruch. Trotzdem, es soll vielleicht Leute geben, die dich noch nicht im Fernsehen gesehen haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du auch am Anfang mal in einer Minute nochmal den Elevator-Pitch hier absolvierst und sagst, was dich ausmacht, was du jetzt außer Fernsehinfluencer noch bist und warum du möglicherweise befugt bist, hier über welche Themen auch immer zu sprechen. Deine Minute läuft jetzt. Ja, also ich bin Alex Graf, 1980 geboren, leidenschaftlicher E-Commerce-Unternehmer, Seriengründer, Handels- und Digitalexperte, mehrfacher Buchautor, da sprechen wir heute auch noch drüber, CEO und Gründer von Spryker, das ist ein Softwareunternehmen für Digital Commerce, da helfen wir Unternehmen wie Toyota, Siemens Healthineers oder Aldi. Und immer wenn es um Digitalisierung, Transformation, E-Commerce und Handel geht, da bin ich mit meinem Podcast Kassenzone ein ganz gefragter Experte. Ich habe vor Spryker noch andere Unternehmen gegründet, unter anderem E-Tribes, Faktor A, habe an der Gründung von About You mitgeholfen und bin Gründer tatsächlich aus Leidenschaft. Das ist das Einzige, was ich kann. Sonst wäre ich Aktieninvestor geworden. Hört aber trotzdem euren Podcast, um herauszufinden, wo ich denn genau investieren muss. So, jetzt müssen wir aber am Anfang bei dir nachfragen. Du hast ja schon gesagt, About You. Es gibt da so ein Phänomen. Du hast ja mal die Zalando als Karstadt oder Rolltreppe benannt. Wir müssen es noch einmal hier nennen. Aber irgendwie läuft diese Rolltreppe, während das andere, wo du mit beteiligt warst, About You, dieses Jahr -28% und Zalando hat dieses Jahr ein dickes Plus gemacht, +36%. Die eine liegt tot am Loch und fällt noch und die andere ist jetzt zuletzt bis auf fast 30 gestiegen. Jetzt müssen wir natürlich explain. Erklär uns das bitte. Du arbeitest du könntest uns sowas erklären. Wir reden ja über die Aktienwerte, nicht über die Umsätze und über die Gewinne. Und ich glaube, was man natürlich bei dem Karstadt ohne Rolltreppe, und das ist gar nicht bös gemeint, ich mag Zalando sehr. Und ich wurde jetzt auch nicht bösartig von Zalando da im Nachgang verfolgt, sozusagen für diesen Satz. Aber was sie natürlich extrem gut machen zurzeit, weil das ja die Börse möchte, ist Gewinne ausweisen und Gewinne erwirtschaften. Das ist aus Innovationssicht vielleicht ein bisschen langweilig, weil sich das Geschäftsmodell nicht so stark verändert und jetzt auch nicht so toll zugekauft wird. Aber das ist ja genau das, was die Börse möchte. Während About You es noch bisher sehr schwer fällt, Gewinne auszuweisen, Gewinne zu erwirtschaften. Das hattet ihr, glaube ich, in diesem Podcast auch mal ein bisschen betrachtet, die letzten About You-Zahlen, dass der Lagerbestand so ein bisschen gesunken. Und da hat man es dann geschafft, plus minus null dann auszuweisen. Das reicht der Börse natürlich nicht aus. Die Grundvoraussetzungen für beide Unternehmen sind aus meiner Sicht weiterhin gleich gut. Allerdings ist es immer noch sehr schwer geworden, in diesem Marktumfeld Kunden zu gewinnen zu einem fairen Preis, weil wir mit den asiatischen Plattformen jetzt Player im Markt haben, die Klickpreise auf allen großen Performance-Plattformen kaputt machen, möchte ich sagen. Aber ja, der Unterschied an der Börse ist wahrscheinlich größer als der Unterschied im
im wahren Leben, da liegen beide nah am Loch. Gut, jetzt würde uns aber interessieren, wie würdest du denn jetzt, wenn du jetzt deinen alten Kumpel einen Tipp geben kannst, wie kriegt er seine Aktie auch auf die gleiche Flughöhe wie Zalando und zumindest wieder aufzuschließen? Oder sagst du, nee, in Deutschland, da sagen die Leute jetzt, hat vielleicht nur Zalando Platz in so einem schlechten E-Commerce-Umfeld und deshalb sollte er vielleicht noch einen guten Übernahmepreis irgendwo aushandeln und Schluss damit? Also ich glaube nicht, dass die Leute darauf schauen, wie wir das hier machen würden und sagen, gibt es neben Zalando noch Platz für andere, sondern die gucken sich das sehr unabhängig voneinander an und wenn es da ausreichend Menschen gibt, die an das About You-Modell glauben, gibt es da auch genug Investoren, die dort rein investieren. Aus meiner Sicht gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder findet man eine geile Story, die das Ganze wieder aufwärmt und attraktiv macht. Das war ja mal der Spin-off, glaube ich, von Scale im Gespräch, also der Technologie-Plattform. Vielleicht gibt es auch noch andere Stories, wo man mit tollen Influencern kooperiert oder was auch immer gerade der heiße Scheiß ist. Ich glaube, Tarek hat auf der K5-Konferenz schon erzählt, dass sie jetzt auch versuchen, so eine Rückwärtsintegration zu machen der Supply Chain, dass man quasi Fabriken verbindet auf der Plattform, so dass man dort mit einer deutlich größeren Auswahl konfrontiert wird, bei der dann aber das Produkt erst nach 2-3 Wochen versendet werden kann. Okay, das wäre dann mehr Asset-Light, weil du nicht das eigene Lager voll machen musst. Dann würdest du direkt von dem... Das ist aus meiner Sicht sowieso die Zukunft. Ja. Das ist das deutlich attraktivere Modell, als sich ein Jahr vorher zu überlegen, welche Farbe, welche Form, welcher Schnitt attraktiv ist. Das ist die eine Möglichkeit, also über attraktive, innovative Geschäftsmodellideen. Aber wenn die sich nicht übersetzen in mehr Umsatz oder mehr Gewinn, wird es auch an der Börse schwer. Das heißt, der Auftrag muss sein, Gewinn zu erwirtschaften, kostet es, was es wolle. Und ich glaube, wenn da Gewinn erwirtschaftet wird, und das ist das, was die Börse gerade aus meiner Sicht verlangt, dann steigt auch der Aktienkurs entsprechend. Ich stelle mir ja die Frage bei Zalando umgekehrt. Du hast ja gerade gesagt, Wachstum ist da ja auch gar nicht gerade, ne? Das wahrscheinlich auch zulasten des Gewinnes. Also so richtig langfristige Fantasie ist dann, zumindest wenn wir auf die Aktie gucken, dann ja auch nicht. Also ich meine, Verdoppler oder so. Oder sehen wir da irgendwann auch wieder Wachstum, wenn sie dann quasi jetzt den nächsten Schritt gehen? Das ist ja etwas, was ich auch mit Jochen Krisch immer diskutiere. Das machen wir in unserem Podcast dann hin und wieder mal, wo wir sagen, okay, jetzt haben Sie 2 Milliarden Cash, glaube ich, Zalando, so in dieser Größenordnung. Da müssen Sie doch jetzt mal irgendwas attraktiv zukaufen, weil es gibt ja viele Assets, die am Boden liegen, wie Holger das gerade schon gesagt hat. Warum machen Sie das eigentlich nicht? Und warum nutzen Sie jetzt nicht diesen Schritt aus, um zum Beispiel diese US-Expansion, die Sie mal vorgehabt haben, jetzt massiv durchzuführen? Ja, Sie könnten jetzt ja günstige Assets in den USA kaufen und versuchen dort das nächste Zalando aufzubauen. Dort gibt es ja immer noch keinen Fashion Store, so einen richtigen erfolgreichen wie in Zalando hier in Europa. Das frage ich mich auch, aber wir sind ja hier im Börsenpodcast. So, wenn es quasi nach der Börse geht, dann ist die Strategie von Zalando korrekt. Ja, es geht darum, jetzt Gewinne zu erwirtschaften und jetzt nicht Wachstum vorzuweisen. Und wenn der Markt sich dann wieder dreht, wenn das Sentiment sich dreht und der Markt sagt, okay, ich möchte aber 10-20% Wachstum sehen, Gewinn ist mir gar nicht mehr so wichtig, dann wird Zalando sicherlich Strategien haben, um das umzusetzen. Aus Innovationssicht, aus Gründersicht finde ich es auch schade, weil jetzt eigentlich der Moment ist, dort zu investieren. Jetzt der Moment ist, wo man langfristige Dinge machen kann, die sich dann vielleicht erst in 5 bis 10 Jahren materialisieren. Aber die Börse wird es kurzfristig bestrafen. Aber jetzt sind ja die Zinsen gesenkt worden schon. Wir hatten die Zinswende in Amerika und in Europa. Und da dreht jetzt so ein bisschen auch die Stimmung zugunsten zukünftiger Gewinne wieder und nicht der hier und heute Gewinne. Insofern sollte das doch eigentlich schon jetzt auch ein Umdenken da bei Zalando hervorrufen. Ich glaube, der Markt ist noch so am Boden, sozusagen aus den letzten 2-3 Jahren, sozusagen, wo ja alles ein bisschen runtergekommen ist. Alle fühlen sich noch ein bisschen verhauen, bis dann die niedrigen Zinsen sich übersetzen in aggressivere Innovations- und Investitionsstrategien. Das dauert noch. Ich glaube, das werden wir vielleicht 25 sehen, vielleicht aber auch erst 26, weil das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie das generelle Konsumentenklima ist. Und das ist ja nicht so gut. Jetzt hast du gesagt, alle fühlen sich verhauen, liegen am Boden. Das ist ja eigentlich für Aktionäre eine gute Idee, da vielleicht mal sich umzuschauen in dem Bereich und irgendwas Spannendes zu finden. Jetzt gibt es einige, die sind schon richtig kräftig angestiegen, wenn ich mir sowas angucke wie Sea Limited, das ist ja einer der großen Gewinner, oder JD.com, das sind die aus, mit Temu aus, nicht JD.com, das ist ja, das sind die anderen, aber aus China und andere auch, also PDD Group meine ich, die haben auch zuletzt wieder stark gestiegen. Da scheint ja doch noch irgendwie was drin zu sein. Vielleicht siehst du da irgendwelche Ideen von Gewinnern und Verlierern, wo man vielleicht einen Schnapper jetzt machen kann, weil da noch nicht die Wende eingepreist ist?
Ja, also ihr habt ja quasi diese Liste da geteilt mit den globalen 50 Aktien. Ja. Und sozusagen, ich lege ja mein aktuelles Muster oder meine aktuelle Brille ist ja sozusagen Plattformfähigkeit. Ja, also was zeichnet ein Geschäftsmodell aus, was es unabhängig macht von dem Bestandsinventar? Plattformen sind dann Geschäftsmodelle, die eher durch die Vermietung des Kundenzugangs Geld verdienen und nicht dadurch, dass sie einfach ihr Lager vollhauen mit Ware. Und wenn man sich einmal genau anschaut, was dann in den letzten 2-3 Jahren passiert ist in dieser 50er-Liste, sieht man, dass die Unternehmen, die ein stärkeres Plattformmodell haben, also ihr Geld verdienen mit dem Verkauf von Werbung, ja, die performen deutlich besser als die Unternehmen, die tatsächlich noch auf ein eigenes Inventar setzen. Es gibt immer mal eine Ausreißer, die sich auch für mich jetzt nicht erklären lassen, also warum da zum Beispiel irgendwie ein Real gut funktioniert, ein Geschäftsmodell, was aus meiner Sicht gar keine Zukunftsfähigkeit hat, das verstehe ich nicht oder das passt nicht zu dieser Brille. Aber grundsätzlich würde ich immer darauf schauen, ist das ein Modell, was in der Lage ist, den Kundenzugang an Dritte zu vermieten und zu verkaufen und sein Inventarrisiko zu senken. Das, was Amazon jetzt ja ganz intensiv macht, indem es Vendoren auslistet und sagt, lieber Holger, du verkaufst bei uns nur für 3 Millionen. Wir wollen mit dir gar nichts zu tun haben. Du kannst weiterhin auf dem Marktplatz selber verkaufen. Ja, aber wir wollen nicht mehr dein Inventarrisiko haben. Und wenn man diese Brille aufsetzt, dann sehe ich da schon ein Muster. Okay, dann sag mal, wenn du die Liste, das sind die Unternehmen vom Global Online Retail Index vom Jochen. Vielleicht kannst du uns sagen, wenn du da drauf guckst, du hast ja schon gesagt, eine, was du nicht verstehst, Real, aber vielleicht hast du andere, wo du guckst und sagst so, verstehe ich nicht, warum die so weit unten in der Liste sind. Ja, also wenn man mal so durchguckt von oben, ja, C-Limited, sozusagen, das ist natürlich eine Gruppe sozusagen aus mit Südostasien, E-Commerce-Unternehmen, reines Plattformmodell. JD.com dreht sich auch in ein Plattformmodell, kommt aus einem klassischen Handelsmodell. Prosus, ja, Nespas, würde ich jetzt sozusagen hier als Beteiligungsgesellschaft erstmal nicht mitzählen. Dann haben wir RealReal, was aus meiner Sicht da nicht zu Recht oben steht. Also wenn man jetzt hier Short-Optionen findet. Gibt es in diesem Podcast eigentlich aktive Anlageberatung oder gibt es ja auch nicht? Ne? Nee, wir haben nur Ideen. Das sind nur Ideen. Du erzählst was und die Leute gucken dann selbst, ob sie die Idee spannend finden, umsetzen wollen. Also, gibt es auch voll einen Disclaimer. Musst du keine Angst haben. Genau, alles klar. Also RealReal hat da oben aus meiner Sicht nichts zu suchen. Delivery Hero, Plattformmodell. Da ist eher die Frage, was macht der Wettbewerb jetzt rund um Delivery Hero? Coupang, südkoreanischer Marktführer, reines Plattformmodell. Auto 1, ein bisschen eine Mischung sozusagen zwischen Plattform, Inventarmodell, Revolve, Inventarmodell. Hat da oben aus meiner Sicht auch nicht so viel zu suchen. Ist ja sehr stark gestiegen im letzten Jahr, 80%. Alibaba, Plattformmodell. DoorDash, reines Plattformmodell. Zalando, nur zum Teil ein Plattformmodell. Haben auch noch ein recht großes Risiko im eigenen Inventar. So in dieser Art würde ich diese Liste von unten nach oben durchgehen und schauen, so wer hat wirklich Zukunft. Und da muss ich ganz klar sagen, dass das die Unternehmen sind. Also mit Produkten lässt sich kaum noch Geld verdienen. Ja, der Markt ist überschwemmt von Produkten, egal ob es jetzt Fashion ist oder Consumer Electronics. Die Preise bewegen sich grundsätzlich nach unten. So, egal ob du jetzt eine Kuckucksuhr verkaufst oder einen Pulli oder eine iPhone-Hülle. Das heißt, du willst auf keinen Fall das Produktrisiko haben. Du musst nach Modellen suchen, bei denen du nicht mehr das Produktrisiko hast. Wir kommen ja aus dem E-Commerce-Markt, der ja sehr markenaffin war. Wo wir gesagt haben, geil, das ist jetzt hier eine Marke wie Nike, ist doch voll mega, die können irgendwie Geld verdienen. Nee, möchte man nicht. Man möchte nicht das Produktrisiko tragen. Das Produktionsrisiko möchte man auch nicht tragen. Und da sind jetzt die neueren asiatischen Modelle viel weiter als viele europäische Modelle, weil die es tatsächlich schaffen, das Produktrisiko bis an die Fabrik zurückzugeben. Das ist erstmal schlecht für die Fabrik, schlecht für alle Zwischenhändler, ist schlecht für die Logistikhändler. Aber aus Börsensicht ist das super positiv, weil man ja daran partizipieren kann, wenn es der Plattform gut ist. Also es ist wie Just in Time. Ich muss mir das so vorstellen, ich sage, ich möchte jetzt ein paar rote Schuhe haben, sage rote Schuhe, gebe das bei meiner Plattform ein, die Plattform leitet es an die Fabrik weiter, die Fabrik schmeißt die Maschine an, rote Schuhe, in 2 Wochen habe ich das und so ist es. Das ist das Modell. Und wenn ich jetzt sofort was haben will, muss ich mehr bezahlen. Oder wie ist das, wenn ich... Ja, du musst viel mehr bezahlen. Und bei den roten Schuhen Modell, wovon profitierst du da als Kunde oder als Plattform? Es gibt ja massive Überkapazitäten in China. Das meiste wird ja in Südchina produziert. Ich glaube, China hat in Summe 33% aller globalen sozusagen Factory Capacities, also sowohl was Hardware angeht wie Stahl und Kohle, aber auch was so Consumer Electronics Sachen angeht. Du profitierst jetzt davon, dass es Überkapazitäten gibt. Die Fabrik sagt, hey, ich habe 70% meiner Produktion ausgelastet. Der lokale Bundesstaat, in dem ich bin, möchte aber, dass ich irgendwie 90% mache, da kriege ich irgendwie noch eine Förderung. Das heißt, du kriegst die roten Schuhe vielleicht
30% günstiger als sogar der faire Fabrikpreis. Wow. Wäre. So. Und da sozusagen, du kannst, so einen Doppelwhopper hast du dann. Das ist natürlich total cool für dich als Kunde oder für die Plattform ist auch cool, weil die dann einfach noch ein günstigeres Produkt hat. Versus, wenn diese Fabrik jetzt von dir angesprochen wird als, sagen wir mal, Rewe-Einkäufer. Dann sagst du ja, im nächsten Jahr möchte ich diese roten Schuhe oder diesen roten Gartenstuhl hier in meinen, sozusagen in meinem Non-Food-Bereich, in meinen Märkten präsentieren. Gib mir doch mal 5 Muster dieser Schuhe, die du produzieren kannst. Und dann bestelle ich für nächstes Jahr diese Produktionskapazität auf deinen Maschinen. Und dann muss natürlich die Fabrik entsprechende Puffer einplanen. Wie entwickeln sich die Energiekosten? Wie entwickeln sich die Logistikkosten? Haben sie überhaupt noch genug Mitarbeiter? So, und da sind natürlich dann entsprechende Sicherheitspuffer drauf. Obwohl die Fabrik vielleicht noch am gleichen Standort mit den gleichen Leuten produziert, ist dann schon 50% teurer. Plus du hast das Problem, dass dieser rote Gartenstuhl oder diese roten Schuhe in einem Jahr vielleicht gar nicht mehr gefragt sind. Das klingt ja wie, der Tchibo ist tot. Das war das Tchibo-Modell, die Luftmatratze. Tchibo ist nie tot. Das frage ich mich ja, aber das klingt so, als ob, außer der Kaffee jetzt, aber das Tchibo-Modell war doch genau das. Eine Luftmatratze, also Dropshipping, ich schreibe irgendwie Luftmatratze Tchibo drauf, verkaufe die für 30, aber in der Fabrik kriege ich sie für 3. Oder? Ist es? Ja, also ist ja nicht das Tchibo-Modell. Tchibo hat damit angefangen mit diesen wöchentlich wechselnden Aktionen. Jede Woche eine neue Welt, war, glaube ich, der Claim. Ja. Und das haben natürlich dann die alle Discounter und alle Händler übernommen in diesem Non-Food-Travel-Bereich, den du ja auch bei Lidl, bei Aldi und Co. findest. Das war auch eine relativ große Einnahmesäule. Ja, und ich weiß nicht, wie viele Bitsets du da mittlerweile gekauft hast oder Mikrowellen. Das ist ja, gibt's ja im Grunde genommen in jedem Jahr, in jeder Woche ungefähr das Gleiche. Ja. Dieses Jahr, habe ich mir sagen lassen, ist sozusagen das Produkt Nummer 1. Die Heißluftfritteuse. Der Dümmel. Ist das wirklich der Dümmel Social Chain AG? Leider rest in peace, sagen wir jetzt hier. Aber was ist denn da jetzt passiert? Ja. Naja, aber bleib mal ganz kurz hier. Bleib mal kurz bei dieser Gemengelage. So, das heißt, das ist jetzt nicht nur ein Tchibo-Modell, aber dieses Modell hat halt extrem gut funktioniert für die Händler, weil es ja jede Woche auch mal Leute reingebracht hat in den Non-Food-Bereich, die mal ein bisschen dort flaniert haben. Ja, die haben im Aldi flaniert und haben sich dann was rausgeholt aus dieser Box. Und Lidl hat das Modell dann perfektioniert für den Online-Handel, hat den Lidl-Shop gegründet und ungefähr 1 Milliarde Umsatz auch mit diesen Non-Food-Dingern. Da kannst du ein Schweißgerät kaufen und keine Ahnung, eine Sackkarre. Also eigentlich das gleiche Modell. Und das wird natürlich jetzt massiv attackiert von diesen neuen Modellen. A, kannst du bei Amazon und Co. diese meisten Dinge auch zu einem sehr niedrigen Preis bekommen. Vielleicht nicht mit den gleichen Garantien. Also du bekommst fast alles, was du bei Temu bekommst, auch im Handel zu ähnlichen Preisen mit deutlich besseren Garantie im deutschen Handel. Aber Temu hat halt den Kunden vorher, Amazon halt eben auch. Aber dadurch, dass die Kunden halt wissen, sie kriegen sowieso die Nähmaschine oder die Mikrowelle oder die Heißluftfritteuse jederzeit zu einem guten Preis. Und die müssen nicht mehr auf irgendwie den Medion All-in-PC warten bei Aldi und dort Schlange stehen. Und den habt ihr beide wahrscheinlich auch gekauft damals. Ja. Sozusagen hat sich das geändert. Das ist quasi nicht nur, es ist kein reines Tchibo-Problem, das ist ein Problem aller Non-Food-Discounter. Der einzige, die es gerade schaffen, das zu mitigieren, ist Action. Ja, diese riesige Kette aus Holland, die jetzt quasi massivst expandiert, die ja bei 3i irgendwie 50% des kompletten Fonds mittlerweile ausmacht. So, die gehen halt noch einen etwas anderen Weg. Ich glaube nicht, dass das ein zukunftsfähiger Weg ist, aber der funktioniert zurzeit. Okay, aber dann, was heißt das denn jetzt für Aldi, Lidl und Co.? Dann gibt es die Nebengeschäfte nicht mehr und werden dann die Lebensmittel auch teurer, weil dann diese Nebengeschäfte nicht mehr laufen? Oder Die Nebengeschäfte gibt's noch. Kann das bedeuten, dass man vielleicht kleinere Märkte hat oder weniger Fläche braucht, wenn man eben in diesem Non-Food-Bereich nicht mehr mitmacht. Die müssen sich natürlich überlegen, was machen sie mit ihren Non-Food-Online-Shops. Es gibt ja eine Kooperation zwischen Aldi Nord, Aldi Süd. Da gibt es ja auch das Schweißgerät, was es dann im Lidl-Shop auch gibt. Das gibt es dann auch bei Kaufland. Da müssen sie jetzt natürlich ran und überlegen, wo geht da die Reise hin. So, und die Reise geht ja relativ klar dahin, dass das auch Marktplatzmodelle werden. Ja, dass sie im Grunde genommen dass ein Lidl dann die Reichweite an Dritte vermieten muss und sagt, okay, lieber Holger, du bist halt ein Schweißgeräteimporteur. Wenn du glaubst, das Schweißgerät zu einem guten Preis importieren zu können, kannst du das hier listen auf unserem Marktplatz. Da geht die Reise gerade hin. Ich glaube, das ist das bessere Modell am Ende, weil mehr Marge übrig bleibt, das deutlich planbarer ist, also weniger Risiko drin ist. Und ob man dann das noch im Non-Food-Bereich sieht, den Gartenstuhl,
bei Aldi oder Lidl, das ist für mich schwer zu sagen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dort noch im Food-Bereich ausreichend Innovationsideen gibt bei allen Discountern und auch bei den großen, bei den größeren Ketten Edeka und Rewe, wo dann sagen, okay, wir wollten eigentlich schon immer diese 50 Quadratmeter hier noch haben, weil wir haben eine richtig geile Idee für unsere, keine Ahnung, so eine Brotbackstation oder was auch immer die Leute in den Laden bringen. Aber du sagst dass Aldi, Lidl und Co. verstanden haben, dass die Konsumenten verstanden haben, dass ich das woanders überall genauso kriege wie hier in meinem Lidl um die Ecke. Aber die Marktplätze, Lidl, all die Marktplätze, die digitalen, könnten dann umso besser funktionieren, indem sie auch auf Plattform umsteigen. Habe ich richtig verstanden? Ja? Genau. Das macht der Kaufland recht erfolgreich. Ist ja ein Teil der Lidl oder eine Schwarzgruppe. Mhm. Die machen das ja recht gut. Das war ja vorher der Realmarktplatz. Das wurde ja dann von der Schwarzgruppe übernommen. Aber die Preise sind da nicht gut. Das muss ich dir sagen. Die haben zwar eine gute SEO. Also ich sehe die immer, wenn ich was suche. Aber die Preise in dem Kaufland-Shop sind noch nicht wettbewerbsfähig. Richtig. Also ist mir zumindest aufgefallen. Aber gut, vielleicht... Müsst ihr mal Gerald Schönbucher einladen, der macht das ja da. Da kann euch da vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Also ich glaube, es geht Ihnen nicht schlecht. Also ich lande oft bei, über diese ganzen Preisvergleichsmaschinen, lande ich oft bei Kaufland. Ja, das können die gut, aber ich finde die Preise sind... Na gut, egal. Aber das heißt ja jetzt auch, wenn diese Plattformmodelle überall sind, wenn ich was sofort will, diese ich muss es jetzt haben und kann nicht eine Woche warten, bis die Fabrik geliefert hat, dann wird das ja viel, viel, viel teuer. Viel teurer, aber wenn ich sage, ich kann planen, die planbaren Menschen, die sagen, na gut, Schweißgerät in der Woche ist auch okay, die haben einen Vorteil. Ist es die? Ja, es wird nicht teurer. Es wird die Dinge, bei denen du sagen kannst, ich kann planen, ich kann noch 3 Wochen auf mein Schweißgerät warten, das wird billiger. Wenn du das Schweißgerät sofort brauchst, ist das genauso teuer wie heute. Okay. Also das wird nicht teurer. Okay, also es ist nicht so, dass jetzt sofortige Verfügbarkeit eine Sache wird, die wesentlich teurer wird, weil ja alle umstellen. Und deswegen, wenn alle umgestellt haben, gibt es ja gar keinen mehr, der das im Lager hat. Und wenn keiner mehr da ist im Lager, dann müsste es ja eigentlich, sehe ich da was? Also der Hebel für die Preisentwicklung werden Personalkosten sein. Wir hatten das hier in diesem Podcast auch schon mal kurz angesprochen, sozusagen demografischer Wandel. Wir haben immer weniger Arbeitende, das heißt die Mindestlöhne werden steigen. Es wird einfach niemanden mehr geben, der den Aldi um 7 Uhr aufschließt, damit ab 37 Uhr eingekauft werden kann für 14 Euro die Stunde. Der wird halt 25 Euro kosten. Und da muss man sich dann das gilt natürlich dann auch für ein Lager, bei dem du irgendwie Lagerware hier drehst. Das gilt für den Lieferfahrer. Und dann sind natürlich Modelle im Vorteil, die diese Arbeitskraft im Ausland haben. In China zum Beispiel, sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit, Pakistan, Bangladesch, die Umschlageländer, sozusagen Nordafrika zum Beispiel. Da gibt es ja sozusagen sehr, sehr günstige Arbeitskräfte und da sind ganz, ganz viele Menschen bereit, um 6 Uhr aufzustehen, um für 6 Euro die Stunde dein Schweißgerät von links nach rechts zu tragen. Und das können natürlich eher Marktplatzmodelle die dann dort diese Art der Logistik einkaufen und dann bekommst du das als Paket, bist du dir nach Hause geliefert dann vom Hermes-Fahrer oder vom DHL-Fahrer in 2 bis 3 Wochen. Also so gucke ich mir Preisentwicklungen an. Also je mehr Personalkosten in einem bestimmten Modell gebunden sind, desto teurer wird es in Zukunft, weil wir jetzt ja statistisch einfach ganz klar in diesen demografischen Wandel reinlaufen. Und alle Modelle, die stark auf Mindestlöhnen basieren, das sind viele Modelle im Handel, muss man fairerweise sagen, und viele Modelle im Bereich Logistik, die bekommen auf jeden Fall ihren durchschnittlichen 5-10% Preiserhöhung oder Kostenerhöhung in den nächsten Jahren auf der Personalseite. Und das verändert so ein bisschen die Gemengelage. Okay, das heißt, der perfekte Mix ist erstens pures Plattformmodell, niedrige Lohnkosten. Wo haben wir das, wenn wir jetzt sozusagen wieder an unsere Aktien denken, Alex? Pures Plattformmodell, niedrige Lohnkosten haben wir zum Beispiel nicht so sehr bei Amazon, weil Amazons Plattformmodell in den letzten 10 Jahren stark darauf gesetzt hat, ganz, ganz viele lokale Lagerkapazitäten aufzubauen. Ihr habt ja sozusagen in jedem Dorf mittlerweile so ein Amazon-Lager, das ist eigentlich sehr teuer, eigentlich sehr unattraktiv, Ware jetzt sehr nah am Kunden zu lagern. Obwohl ja Amazon eine klare Plattform ist, ist das jetzt ein Modell, bei dem man sagen muss, ist vielleicht nicht so schlau. Amazon bietet sich ja mittlerweile selber auch als Logistikdienstleister an. Das heißt, wenn wir jetzt 5.000 alles auf Aktien Bücher verschicken wollen, kannst du die jetzt auch bei Amazon verschicken lassen an die Endkunden, nicht nur bei DHL. Sozusagen, die müssen also ihre Infrastruktur über solche Dienstleistungen besser auslasten. Du hast diese Vorteile, Plattformmodell, niedrige Lohnkosten, ganz klar bei den asiatischen Plattformen, also bei Sea Limited, bei Alibaba, bei Pinduoduo, bei Shein, auch zu einem recht großen, Teil. Da wird übrigens immer fälschlicherweise gesagt, dass alles in China produziert wird. Das ist nicht ganz richtig.
diese ganzen Vorprodukte, Baumwolle, Spinnereien, das ist ein globaler Markt. Ja, so, das kommt zum Beispiel viel aus Brasilien, USA. Das wird dann teilweise auch in Südamerika entsprechend sozusagen weiter produziert. Und es wird erst am Ende, wo viel manueller Aufwand ist, und im Bereich Fashion lässt sich nicht viel automatisieren. Wenn du jetzt irgendwas zusammennähen willst, brauchst du tatsächlich Hände, die das zusammenlegen und dann in der Nähmaschine einlegen. Das muss dann in Asien stattfinden. Deswegen ist die Produktion auch in Asien. Kann das nämlich nicht KI irgendwann machen? Könnte nicht auch so ein, die Roboterisierung der Welt? Und wir haben jetzt ja schon den ersten Roboter, der angeblich Schnürsenkel binden kann. Der müsste ja dann auch irgendwie T-Shirts zusammenlegen können oder vielleicht die Nähmaschine bedienen. Könnte das nicht nochmal ein komplett neues Feld machen? Oder die Lagerhäuser müssen ja auch quasi nicht mehr in der Menschen... Kann es, ist aber noch zu teuer. Das ist der gleiche Grund, warum du in den meisten Einzelhandelsgeschäften noch keine Self-Checkouts findest, weil es einfach noch billiger ist, da einen Menschen hinzusetzen. Okay. Aber technisch ist ja ein Self-Checkout ja schon möglich. Okay, also wenn wir bei den Self-Checkout überall schon sehen, auch dann beim Lidl und irgendwo, dann wissen wir, es ist so günstig geworden und dann wird vielleicht die Sache sich ändern. Ja, genau. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Viele gucken sich das ja unter Innovationsgesichtspunkten an. Die sagen, ach cool, Decathlon kann ich jetzt hier meine Ware in so eine sozusagen selbstmessende Kasse irgendwie reinschmeißen. Die machen das ja nicht aus Innovationsgründen. Auch IKEA macht das nicht aus Kostengründen. So ist einfach billiger, das zu betreiben. Heute sind wir quasi plus minus null, weil viele Unternehmen trauen ja ihren Kunden nicht und haben dann immer noch eine Person dahinter stehen, die nochmal guckt, auch wirklich alle Produkte wirklich dort abgescannt werden. Aber irgendwann ist das auch nicht mehr notwendig. Du machst das mit Kameras. Da gibt es auch schon extrem gute Systeme, die dann sagen, na hier, der Holger, guckt euch das nach hinten am Ausgang nochmal an, ob der wirklich alles gescannt hat oder ob man ihm nochmal helfen muss. Ja, so, da gibt es einfach einen Ping und dann gehst du die Tür nach links raus, nicht nach rechts. Okay, ich hatte es neulich beim Kaufland, habe ich ein Brötchen zu wenig gehabt. Das hat aber die Waage ausgewogen. Dann kam gleich jemand und hat mir genau geholfen, noch das eine Brötchen zusätzlich zu machen. Das wussten die dann auch. Also es geht schon. Es funktioniert schon. Also insofern. Aber kann das nochmal sein, dass das nochmal komplett die Einzelhandelswelt umdreht und dass wir diese weiten Lieferwege aus China nach Deutschland dann gar nicht mehr brauchen, weil wir dann einfach die Produktion von diesen Just-in-Time-T-Shirts oder Just-in-Time- oder Just-in-Time-Geräten auch günstig in Europa wieder machen lassen können? Oder ist das für immer vorbei und wir werden immer China als den günstigsten oder eben diese Region als günstigsten Standort sehen? Ich glaube, solange es diesen Podcast hier noch geben wird, ist das kein Thema, um das wir uns Gedanken machen müssen. In den nächsten 10 bis 20 Jahren ist das sicherlich kein Thema. Und es gibt einfach kaum Produktionskapazitäten für Endkonsumerware in Europa. Das ist alles in Südasien oder im Wesentlichen in Südasien. Die bauen die Maschinen, die können die Maschinen da reparieren. Das haben wir im Bereich der Solarproduktion jetzt ja live mitverfolgen können in den letzten 2 Jahren. Wir können uns da nicht so einfach unabhängig machen, weil wir eben 20 Jahre lang nicht investiert haben. Wenn wir jetzt 20 Jahre lang den Fashion Act Germany verfolgen würden und dann wieder sozusagen Spinnenmaschinen nach Deutschland zu holen und sozusagen zum Stückchen zu automatisieren, dann würde ich sagen, okay, in den nächsten 20 Jahren können wir vielleicht ein Stück wieder zurückholen. Aber da habe ich jetzt noch nicht so viel drüber gehört, über den Fashion Act. Wäre das eine Idee, um Deutschland zu retten? Nein, Holger, komm jetzt. Wahrscheinlich nicht. Wir reden nachher über Deutschland, reden wir nachher noch, Alex. Wir haben ja gerade gehört, du bist ja jetzt berühmt geworden dank Temu. Lass uns darüber doch nochmal reden. Temu, Shein, das ist ja auch, du hast ja eine klare Meinung zu dem Thema. Und wir stellen uns ja hier auch immer wieder die Frage oder stellen die Frage auch an alle möglichen Experten. Ist es jetzt sozusagen das neue Must-Have? Überrollt uns dieses Modell? Oder ist es am Ende doch nicht so nachhaltig, weil es da keine Wiederkaufbereitschaft gibt, weil die irgendwie dann doch so gesichts- und seelenlos sind in Wahrnehmung vieler? Sag doch mal, was du darüber denkst. Genau, vielleicht gucken wir uns erstmal diesen Teil an, sozusagen, über den sich viele Leute aufregen, dass dort Ware in den Umlauf kommt, die eigentlich nicht europäischen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Zu viele Weichmacher enthalten oder wo die Heizdecke tatsächlich doch schneller mal abbrennt, als sie eigentlich sollte. Das sind tatsächlich, da haben wir ein Durchsetzungsproblem in Europa. Also, und da haben unsere Zollbehörden und die anderen Behörden, die sich darum kümmern, dass diese Ware aus dem Verkehr gezogen wird, einfach zu wenig Kraft. Ja, da haben wir zu wenig Möglichkeiten, denen Einhalt zu bieten. Aber dass wir uns jetzt hier schon seit 2 Jahren anschauen müssen, dass viele Produkte, die tatsächlich überhaupt nicht in den Umlauf kommen dürften, in den Umlauf kommen, während jeder deutsche Hersteller und jeder deutsche Händler
sofort aus dem Verkehr gezogen wird, wenn er da irgendwas falsch macht, das ist eigentlich nicht akzeptabel. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Problem gerade mit Temu und Shein. Und ich glaube, die gucken da drauf wie auf einen Business Case. Die sagen sich halt, okay, wenn wir hier bestimmte Dinge auf der Plattform verkaufen, die vielleicht nicht hundertprozentig korrekt in das entsprechende Land passen oder wo vielleicht auch mal eine Steuerangabe nicht korrekt ist, das ist für die ein Teil des Business Cases. Die sagen sich, wenn ich das irgendwie 100 Mal mache, dann muss ich vielleicht einmal Strafe zahlen, kostet mich irgendwie 1 Euro, aber die anderen 99 Mal, die verdiene ich dann jeweils 50 Cent. So, und in Summe ist das ein positiver Case. Wenn ich es nicht mache, macht das ein Kavi, macht das ein AliExpress, macht das vielleicht ein Shein. So gucken die da drauf, also recht neutral und nüchtern. Über unsere Durchsetzungsfähigkeit, die Dinge, die heute schon im Gesetz verankert sind, wo auch das Wettbewerbsrecht sehr deutlich und klar ist, dass wir das nicht können, das ist erinnert mich sehr an Don Quixote sozusagen, wo jemand da mit der sozusagen Lanze vor der Windmühle steht, aber die Lanze in diesem Bild, das ist ein Zahnstocher. Also das ist das eine. Das hat erstmal nichts mit dem Geschäftsmodell Team und Shein zu tun. Aber das müssen wir einfach teurer machen. Also wenn wir das teurer machen würden, würde die Kalkulation, die du gerade uns vorgeredet hast, eine andere, und dann würden die es von alleine machen. Dann wären ganz viele, es müssen einfach ultra harte Strafen gelten, es muss eine Plattformhaftung geben, bei der die Plattformen in Haftung genommen werden können, dass sie kein Interesse haben, solche Produkte noch nach Deutschland zu bringen, dann wird das schon deutlich besser. Wenn ihr euch mal anschaut, was ein Hersteller heute an Auflagen hat, wie viele Gesetze er befolgen muss, wenn er irgendein neues Produkt, ein Badregal oder keine Ahnung, eine iPhone-Hülle zu produzieren, versus was ein chinesischer Hersteller eben machen muss, quasi nichts, dann ist das einfach kein fairer Wettbewerb. Wir sind momentan hier nicht in einem fairen Wettbewerb. Würden diese Dinge, die ein deutscher Hersteller macht, auch in China umgesetzt werden müssen, dann wären die Preise auch andere in der Regel. Das darf man aber nicht grundsätzlich verwechseln, weil ja viel Ware, die es ja auch auf Amazon gibt, die gibt es ja auch auf Temu. Das heißt, viele Dinge, die wir konsumieren, die auch jetzt hier in eurem Studio sieht, ja, das Mikrofon, vor dem ihr setzt, der Kopfhörer, das kommt ja so oder so aus China. Das kommt ja jetzt nicht aus Portugal oder aus Südamerika. Das heißt, auch die gute Ware kommt aus Asien in der Regel. Und da muss ich schon sagen, überrollt dieses neue Geschäftsmodell, die alten Geschäftsmodelle mit einer Kraft, die deutlich größer ist, als ich mir das vor einem Jahr noch hätte vorstellen können. Wir saßen ja schon vor einem Jahr in einem Podcast und hatten auch schon mal drüber grundsätzlich über die Pizzadecke gesprochen. Stimmt. Und wenn wir jetzt mal anschauen, wie Pinduoduo die Alibaba-Gruppe unter Druck setzt in China, dann stellt sich diese Frage nach der Kaufhäufigkeit, also nach der Kundentreue, eben nicht. Die Frage ist eher, funktionieren die Konzepte, die in China funktionieren, also über diesen Produktfeed, über diese Gewinnspiele, über kann das rubbellos, funktioniert das auch hier? Weil bisher natürlich diese Plattformen ihren Markterfolg mit Online-Marketing erkaufen. Na, das ist jetzt ja nicht so, dass ganz viele Kunden dort selbst oft in diese App wieder gehen und dann immer wieder kaufen. Mhm. Ich glaube, grundsätzlich sind die Kaufhäufigkeiten besser als vielleicht bei einem Alibaba.com oder beim AliExpress. Alibaba ist ja ein B2B-Unternehmen. Aber das ist noch offen. Das ist auch noch offen, zum Beispiel in den USA. Da haben wir TikTok Shop gesehen, was in China, glaube ich, mittlerweile bei 300 Milliarden Umsatz liegt pro Jahr. Da heißt es ja Douyin. Und da funktioniert das noch nicht so gut. Also, weil es fehlt einfach noch Content, während es in Asien natürlich unfassbar viele Mikro-Influencer gibt, die permanent Videos produzieren. Ihr habt sicherlich schon mal diese befremdlich wirkenden Bilder gesehen von jungen Asiaten, die irgendwo in der chinesischen Großstadt unter der Brücke stehen mit ihrem Handy und einem Licht und irgendwelche Sachen in die Kamera halten. Also unendlich viel Content, der dann dazu genutzt wird, Dinge zu verkaufen, gibt's das in den USA noch nicht. Und da lässt sich jetzt auch asiatischer Content nicht 1:1 adaptieren. Also das ist tatsächlich noch eine Frage, ob das so einfach geht. Diese Wette ist auch noch nicht nachgewiesen. Und das wird sich erst zeigen, wenn der Marketingdruck ein Stückchen zurückgeht. Aber ja, also wenn die weniger Werbung ausgeben. Jetzt wollen wir trotzdem, wir hören jetzt ja viele zu und sagen, oh, dieses Geschäftsmodell Teleshopping, was es ja auch schon in Deutschland 100 Jahre gibt, das, wo man sich hier hinstellt und sagt, guck mal, dieser Ring, der glitzert, der ist wunderschön. Und dann sofort die Leute versucht zum Kaufen zu bringen. Ist das ein Job, der irgendwann kommen könnte? Weil du gesagt hast, in China machen das ganz viele. Und wäre das eine Idee, dass wir das auch irgendwie lernen zu TikTokisieren und dann uns da hinstellen und Teleshopping machen? Und was wäre dann der Erfolgsfaktor? Ja klar, HSE 24 oder wie diese Dinger, Home Shopping oder irgendwas, gibt's doch. Kufa, ist es, KUVC. Ist es so eine, ja.
so ein bisschen QVC auf Steroiden. Ja. Aber jeder kriegt seinen eigenen Kanal. Ja, es gibt einen Kanal für Nando, es gibt einen Kanal für Holger, es gibt einen Kanal für Alex. Ja. Und dieser Kanal weiß auch, keine Ahnung, Nando geht lieber angeln, sozusagen. Holger guckt sich gerne NFL-Spiele an. Alex interessiert sich für Handball, ja, keine Ahnung, Fahrradfahren. Und dann kriegen wir natürlich genau diese Produkte, die zu uns passen. Das hat weder einen QVC noch einen HSE hinbekommen. Und das funktioniert in Asien ganz gut und das wird auch in Deutschland gut funktionieren, weil wir, wenn wir jetzt mal sehen, wie die großen sozialen Netzwerke eingesetzt werden mit YouTube-Shorts, TikTok, den TikTok-Short-Videos, Instagram-Reels, hängen ja viele Leute schon extrem viel Zeit in diesen Video-Apps ab. Also diese Kurzvideos haben diesen Markt komplett verändert. Und ja, ich glaube, es entstehen ganz viele Jobs über sozusagen so eine Art Mikroinfluencer zu werden. Und ja, wahrscheinlich müssen sogar wir als sozusagen Informationsplattform hier in diesem Podcast oder ich in meinem Podcast müssen uns überlegen, wie schaffe ich das eigentlich, dann bei TikTok Aufmerksamkeit zu generieren für meinen Podcast, dass da Leute reinkommen. Muss ich mich dann hier in Kiel irgendwie an die Förde stellen und sieht ein bisschen albern aus. Das können wir uns gar nicht vorstellen, dass wir da so ein Handy haben und so eine Kamera und dann wird das die ganze Zeit gefilmt und müssen darüber erzählen, welche Aktien wir heute besprochen haben, in der Hoffnung, dass dann Leute in den Podcast kommen. Das ist ja dann möglicherweise das Modell, wo Werbung drin ist. Aber absolut, da geht die Reise hin. Jetzt hast du dir das ja mal genauer angeguckt, womit was da der Erfolgsfaktor ist. Kannst du uns vielleicht sagen, wenn du jetzt anfängst, genau das zu machen und vielleicht als junger Mensch jetzt hier zuhörst und sagst, ey, das ist ein geiler Job, da bin ich schon immer für geboren, ich habe immer schon Leute bequatscht und konnte sie von irgendwelchen Sachen überzeugen. Also, was ist es, was man machen muss, dass man da groß wird und wie geht das? Der Zug für uns ist, glaube ich, abgefahren. Ja gut, für uns schon, aber jetzt gibt es ja Leute, die hier zuhören. Ja, ich gebe da ein Beispiel. Ich habe mal probiert, mit einem befreundeten Instagram-Unternehmer zusammen selber mal so ein bisschen Instagram-Fame aufzubauen. Mit diesen Videos, die ihr alle kennt, die sieht man heute gar nicht mehr. Aber früher gab es bei Instagram so Videos wie Stopp, ich habe hier drei gute Tipps für dich. Ja, also drei Sekunden quasi sozusagen, um den Hook zu generieren, 5 Sekunden für den Content, nochmal 2 Sekunden für Call to Action. Ja, also, genau. Sekunden komplette Stories. Was ja für uns, wo wir schon 10 Sekunden brauchen, um irgendwie einen Satz sozusagen zu überlegen, das fühlt sich ganz komisch an, das sieht auch komisch aus. Und das merken ja auch die Zuschauer, für die das komisch aussieht. Und wir sehen das jetzt auch gerade, dass Leute aus der Instagram- oder YouTube-Generation, dass die Probleme haben, in die TikTok-Videos reinzukommen, weil die Ästhetik eine ganz andere ist. Deswegen gibt es jetzt auch nicht diesen Katalog von 50 Dinge, die du machen musst, um ein erfolgreiches TikTok-Video zu generieren. Das könnten wir lesen, ja, das würden wir vielleicht auch verstehen. Ja, aber wir können das nicht umsetzen. Ich glaube, wir könnten das technisch umsetzen, aber es würde nicht funktionieren. Weil wir es zu stark überdenken. Wir verkomplizieren das. Wir sind nicht nativ in der Lage, da die Leute mitzunehmen und wir fallen immer zurück in unser altes Muster. Ja, wir sind jetzt quasi aufgewachsen in den letzten 10 Jahren mit Podcasts. Ich mache jetzt seit über 10 Jahren Podcasts oder versuchen immer Dinge zu erklären oder versuchen Analogien zu finden mit, naja, das hat damals schon nicht funktioniert in diesem folgenden Magazin und deswegen funktioniert es hier nicht. Also so lange Erklärschleifen. Und in so einer Welt, in der du halt irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne deiner Leute für genau 4 Sekunden hast, und wenn du in diesen 4 Sekunden nicht in der Lage bist, sozusagen deinen Punkt zu machen, hast du halt verloren. So, und dann können wir noch so, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Liste, vielleicht gibt es auch einen Hörer, der die hat, also 50 Erfolgsfaktoren für TikTok, es wird so eine Liste geben. Ja, ich habe ja schon mal aufgerufen, als ich den Banzli Heinemann mit Florian Heinemann aufgenommen habe, dass ich total gerne in so ein TikTok-Training gehen würde. Also im Grunde, einer meiner Traumjobs früher war ja Verkäufer auf dem Fischmarkt. Ja, alle Alex. Sehr gut, da würde ich mitmachen. Also wenn du den Kurs machst, würde ich mich anschließen und ich würde das auch mal machen wollen. Und ich würde gerne wissen, wie funktioniert alle Alex auf TikTok? Ja. Was muss ich eigentlich tun? Weil das Problem haben wir ja auch, weil die Leute sozusagen bekommen jetzt einen... Und das darf nicht cringe wirken. Meine Kinder würden sagen, wenn du das machst, Alter, das wirkt cringe. Und du musst es halt so machen, dass es von innen herauskommt. Und wir müssen es hinkriegen, unser ganzes Mindset zu bewegen. Ja nicht. Aber die Frage wäre natürlich auch die zweite. Früher hatten wir ja so, da war es so, die jungen Menschen wollten keine Zeitung lesen, dann sind sie irgendwann älter geworden und mit 35 haben sie eine Zeitung abonniert.
Leider funktioniert das nicht mehr und die Menschen sind nicht mehr so, dass sie mit 35 eine Zeitung abonnieren, sondern die lesen halt online. Und dieses Verhaltensmuster, dass Menschen, wenn sie älter werden, anders werden, das ist nicht mehr eingetreten. Könntest du dir vorstellen, dass es vielleicht sich nochmal ändert? Oder ist es so, dass diese 35-Grenze, die geht dann immer weiter hoch, die Leute sterben aus und damit stirbt auch unser Podcast irgendwann aus, weil wir es halt nicht hinkriegen, diese 4-Sekunden-Hook zu generieren? Ja. Und, also ich weiß nicht, wir müssen uns vielleicht an das Problem dieser neuen Influencer-Generation ist ja, dass sie oft kein stabiles Geschäftsmodell haben. Die finden vielleicht was für irgendwie 6 Monate, dass sie gerade mal über Wasser halten, danach wissen sie eigentlich nicht mehr weiter. Und die müssen wir finden, um mit denen zu kooperieren. Ich vergleiche mich da so ein bisschen wie mit, vielleicht guckt ihr euch mal YouTube-Shorts von Markus Rühl an, diesem Bodybuilder. Weißt du, sozusagen, der war ja sehr erfolgreich so vor 20 Jahren. Mein Sohn guckt das dauernd und macht immer lustige Witze über Markus Rühl. Der ist natürlich auch in der Generation, in der er jetzt eben nicht mehr lustige Videos generieren kann, aber er hat irgendwie Leute um sich herum, die schneiden das so, die basteln so und den Content, bereiten den Content so auf, dass dann doch funktioniert. Und auf einmal wird er für mich wieder super relevant. Ja, ist dann quasi für dieses ganze Thema Bodybuilding, Mr. Olympia und sowas, vertraue ich ihm. Aber dein Sohn macht doch Witze. Also bei dem ist es noch nicht so richtig als nativ. Aber guckt sich das ja an. Okay. Also die Frage, unsere Kinder könnten ja sagen, das wirkt cringe, ja. Aber wenn sie 2, 3, 4 Videos jeden Tag gucken und das mit ihren Freunden in den WhatsApp-Gruppen teilen, dann haben wir unser Ziel ja, erreicht. Also ich glaube, wir sind aufgerufen, das zu lernen. Von Rühle lernen, ich merke schon. Von Rühle lernen und genau. Also ich finde es immer noch ganz witzig, die Videos. Aber es sind halt immer, das hat alles eine sehr kurze Halbwertszeit. Ne? Das funktioniert vielleicht mal für ein halbes Jahr oder für ein Jahr und ich weiß halt nicht, wo die Reise hinführt. Müssen wir dann irgendwie das alte Podcaster-Fußballturnier machen und das auch so vermarkten wie Monte und Knossi und Co.? Wer kommt denn da ins Stadion? Es ist schon diese Aufmerksamkeitsökonomie, die sich jetzt quasi überträgt in diese neuen Commerce-Plattformen. Da müssen wir schon irgendwie mitmachen. Also das bleibt uns nicht, nicht erspart. Da kommen wir nicht raus. Okay, Aufmerksamkeitsökonomie, da müssen wir irgendwie. Aber vielleicht kann man da auch diesen Kurs, den du da anbietest, könnte das auch ein Renner werden, weil das ja ganz viele Leute, das ist ja eine richtige Umschulung. Vielleicht kriegen wir da auch dieses Arbeitsamt dazu, uns da vielleicht noch ein paar Euro mitzugeben und dann. Ja, aber ich glaube, es ist so, weißt du, wenn du im Cluburlaub bist, ja. In den Ferien und dann siehst du dieses so Aquagymnastik. Ja. So ich glaube, so sieht das bei uns dann aus. Ja, ich glaube, wenn wir das machen, sieht das aus wie Aquagymnastik für TikTok. Das ist ja wirklich furchtbar. Ich glaube, das ist nicht machbar. Das Mindset ist völlig anderes. Das ist doch schon, siehst du das schon bei den WhatsApp-Nachrichten? Mein Sohn macht sich jedes Mal lustig, wie lang die denn wären, selbst wenn die nur 2 Sätze beinhalten. Also das ist... Aber ist es nicht so, dass derjenige, der jetzt hier den Podcast am Ende hört, vielleicht dann doch die bessere Anlageentscheidung hat, der erfolgreichere wird, dadurch reicher wird, den besseren Partner und die bessere Partnerin abbekommt und dann am Ende doch das unser Geschäftsmodell realisiert. Ja, aber er wird ja erst in 10, 20 Jahren reich. Und vielleicht vielleicht kann es das nicht sein, dass wir doch am Ende über einen Umweg das Ganze machen, dass die Leute, ich sage ja immer zu meinem Sohn, Leute, die einfach klassische Medien heutzutage konsumieren und nicht das konsumieren, was deine Generation konsumiert, die haben einen solchen Wettbewerbsvorteil, dass die eigentlich im Leben viel erfolgreicher werden müssen, weil die besser denken können, weil die längere Aufmerksamkeitsspannen haben, weil die auch vielleicht einmal um die Ecke noch dreimal irgendwie, das muss doch am Ende doch siegen oder ist es einfach nur Wunsch und das wird nicht kommen? Ist jetzt ein bisschen Glaskugel. Also ja, ich glaube nicht, dass es kommt. Aber Holger, ich bin noch der Allererste, der sagt, dreht das zurück. Das ist doch quasi Wahnsinn. Wie soll man denn da mitmachen? Ja. Aber die Realität ist ja, dass es sich dann doch nicht zurückdreht und wir halt überlegen müssen, wie wird Alex erfolgreich auf sozusagen TikTok-Commerce? Oh, das ist ja wirklich... Zumal es ja auch sehr, es ist ja alles trotzdem, wir müssen vielleicht wieder zum Online-Business zurückzukommen, ist ja trotzdem sehr unübersichtlich geworden. Wir hatten ja ein wahnsinniges Wachstum in Deutschland von Online-Handel. Jetzt ist ja sogar, wenn man es real anguckt, abzüglich der Inflation sogar ein Minus. Teilweise wollen die Leute wieder in den stationären Store gehen, um die Nike-Schuhe zu kaufen. Der Nike-Chef wird rausgeschmissen, weil er T2C nicht hinkriegt. Es ist so ganz so einfach, ist es ja auch nicht, dass es nur in Online geht und der stationäre Tod ist. Andererseits haben wir wieder stationäre Leute, die sterben wie Esprit oder Galeria oder was auch immer. Das ist ja auch nicht so eindeutig. Vielleicht kannst du uns danach aufklären, was da ist. Also doch, das ist sehr eindeutig, finde ich. Also A gab es, glaube ich, keinen
Geschäftsmodell mit einer stationären DNA, was es in irgendeiner Form geschafft hat, den Online-Modellen Marktanteile abzunehmen. Ja, doch, abzunehmen. Action hast du ja schon genannt. Aber Action nimmt ja anderen stationären Modellen Umsatzanteile weg, nicht sozusagen den Online-Modellen. Okay, das ist so die moderne Version von Kick. Mhm. Und die Marktanteile im Online-Handel, die hatten natürlich jetzt ein bisschen den Corona-Effekt, deswegen sehen wir jetzt quasi netto oder brutto, je nachdem, wie ihr euch die Zahlen anguckt, so ein Plateau. Bei den Erhebungen, bei den Studien, die man sich da durchlesen kann, gibt es immer diesen Disclaimer, dass man nicht 100% nachverfolgen kann, wie sich App-basierte E-Commerce-Plattformen entwickeln, und grundsätzlich haben die auch ein Problem mit klassischem Umsatz versus GMV. Wenn wir uns die Paketvolumen anschauen von einem DHL oder von einem Hermes, dann sehen wir eigentlich keinen Rückgang. Sehen wir zumindest eine stabile Entwicklung in den letzten Jahren. Und die stationären Modelle haben natürlich ein strukturelles Problem. Es ist einfach viel teurer, auf einer Fläche mit Miete, Gebäude bauen, Personaleinsatz, Ware so effizient zu drehen, wie das im Onlinehandel geht. Das heißt, wir werden eine ganz klare weitere Verschiebung Richtung Online sehen. Und zeig mir doch mal eine Innenstadt, die irgendwie intakt ist, die noch gut funktioniert. Ich fahre ja einmal oder zweimal die Woche in einer Hamburger Innenstadt vorbei. Da parke ich mein Auto und laufe hier mal so ein Stückchen über die Mönckebergstraße. Da gibt es keine Erfolgsmodelle mehr. Natürlich gibt es stationäre Konzepte, die funktionieren. Das sind aber dann oft so Stadtteilkonzepte. Das sind in der Regel auch Konzepte aus dem Lebensmittel-Einzelhandel. Die funktionieren halt auch. Das lässt sich im Versand noch nicht so effizient machen oder nur für spezielle Fälle effizient machen, wie das zum Beispiel Picknick umsetzt oder auch Knusper umsetzt. Aber der Trend offline zu online, der ist ungebrochen. Also da habe ich überhaupt gar keine, da würde ich nicht eine Sekunde dran verlieren, mir zu überlegen, okay, es ist, online ist es irgendwie schwerer geworden. Aber warum schmeißt ihr den Nike-Chef raus und der neue Nike-Chef kommt und sagt, wir wollen mit dem Einzelhandel wieder unsere Beziehung verbessern? Ja, aber das hat ja mit Online und Offline nichts zu tun. Nike hat sich gesagt, aus einer Position der Stärke heraus, vor circa 6 Jahren, liebe Händler, wir sind so geil, wir können es uns jetzt aussuchen, die Nachfrage, die leiten wir jetzt nur noch zu Händlern, die eine ganz, ganz exquisite Auswahl von uns bekommen. Alle anderen Händler bekommen von uns nicht mehr die Mega-Sneaker. Und wir leiten den Kunden auf unsere eigene Plattform, auf die eigene E-Commerce-Plattform. Diese Unternehmen, die aber aus dieser Wholesale-DNA kommen, die haben ein Problem, effiziente E-Commerce-Teams aufzubauen. Und die haben auch ein Problem, selber zur Plattform zu werden. Die bauen ja einen ganz klassischen Online-Shop auf. Hat ja Adidas auch, ne? Dann gibt's den Nike Online-Store, dann kaufst du deine Ware. Und dieser Switch hat für Nike so nicht funktioniert. Das kann strategische Gründe haben, das kann aber auch taktische Gründe haben. Also, dass sie einfach operativ eben das nicht so umgesetzt haben, wie das die Kunden zum Beispiel erwarten für einen Schuh-Online-Store. Das wird ihm jetzt ja angelastet. Aber es heißt ja nicht, dass mehr Schuhe wieder stationär verkauft werden, sondern vielleicht werden sie von anderen Händlern online verkauft, aber eben nicht im Nike-Store. Und das ist ja das viel bequemere Modell. Sie haben ja gesehen, D2C kostet viel Geld. Sie brauchen die komplette Infrastruktur, sie brauchen das Lager, sie brauchen die Service-Abteilung. Sie haben selber das Warenrisiko, wie sie jetzt auch die Automobilhersteller haben. Sie können da nicht über Abschriften mal die Schuhe für 30-40% weniger rauskicken, wie das der Handel ja macht am Ende der Saison, wo sie sagen, okay, jetzt gibt's hier nochmal die Nike-Sneaker für -20%. Das kannst du im D2C-Umfeld ja gar nicht so machen. Und wenn du in einem Sortiment unterwegs bist, was 20% sozusagen seines kompletten Volumens eigentlich über diskontierte Angebote verkauft, dann ist eine reine D2C-Strategie einfach nicht so schlau. Deswegen würde ich hier eher sagen, gibt es wahrscheinlich ein strategisches Defizit des ehemaligen Chefs. Und die Händler, die da benachteiligt wurden in den letzten Jahren, zum Beispiel Intershop, die werden sich jetzt halt, die haben jetzt deutlich bessere Verhandlungskonditionen. Die sagen, aha, ihr braucht uns ja doch. Dann möchten wir jetzt aber hier für die nächsten 10 Jahre bestimmte Liefergarantien haben. Und auch die richtigen Hotten-Sneaker, die bisher nur die 3 Sneaker-Stores in Berlin bekommen durften, die möchten wir jetzt aber auch haben, hier in Schwerin, in der Intersport-Filiale. Aber das hat für mich nichts damit zu tun, dass online vielleicht nicht so gut funktioniert und dass offline wieder zurückkommt. Offline ist ein sterbender Kanal für die allermeisten Kategorien und Geschäftsmodelle. Das steht für mich fest und da habe ich auch bisher wenig Gegenbeweise gefunden und ich gehe auch gerne in eine intakte Innenstadt. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie offline nicht mag und deswegen das schlecht rede, aber es gibt einfach schematisch, strukturell so viele Nachteile im stationären Handel im Vergleich zum Onlinehandel, dass das gar keinen Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen, dass dort online nicht mehr wächst.
Okay, also der Rückgang bei Online ist halt einfach nur die Kaufzurückhaltung der Deutschen, die halt einfach auch online sich zeigt. Und nach dem Corona-Plus ist halt einfach, ja, kaufen die Leute halt auch weniger. Aber es hat nichts mit damit zu tun, dass wir vielleicht strukturell doch noch die stationären Handel irgendwie, dass da sich was gedreht hat. Was sich letzten Jahr gezeigt hat, ist, dass die Leute vor allem gerne billiger möchten. Deswegen sind auch Temu und Shein so erfolgreich, auch wenn in den Umfragen rauskommt, hey, wir möchten nachhaltig einkaufen, wir möchten den lokalen Handel unterstützen, wollen sie am Ende, gewinnt der Preis. So. Und wenn das stimmt, wenn man sich das so als These nimmt, wenn der Preis das entscheidende oder das entscheidendste Kriterium ist, hat Offline keine Chance. Mhm. Wo der Preis nicht so ein entscheidendes Kriterium zu sein scheint, ist ja, wenn wir über Experiences sprechen. Wir hatten das letzte Woche auch, da war es der Fokus auf China, aber hier in Deutschland oder in Europa nehmen wir das auch wahr, dass so an den klassischen Wirtschaftsgütern irgendwie gespart wird, Zurückhaltung und so weiter, aber dieses ganze Thema Urlaub beispielsweise, was ja inzwischen auch ein großes Online-Konsum-Thema ist, da sieht's anders aus, oder? Da sieht's anders aus. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das ein Nachholeffekt ist, noch immer nach Corona, ob die Leute jetzt wirklich sagen, sie kaufen sich drei Winterjacken weniger und fahren dadurch mehr in den Urlaub. Die Urlaube sind halt teurer geworden. Auch da sehen wir natürlich die steigenden Personalpreise. Ich bin selber ganz geschockt. Wir fliegen in den Herbstferien jetzt nach Mallorca. Und das machen wir eigentlich sozusagen jedes Jahr. Und was meint ihr, muss man für 4 Leute Economy Class für einen Direktflug Hamburg, Mallorca und zurückzahlen zu anständigen Zeiten? Also nicht umsteigen, sondern Direktflug hin und zurück. 4 Personen. Was ist der Preis zurzeit? In den Herbstferien. Boah, in den Herbstferien. 1200 würde ich sagen. 1500. Er sagt 1500, ja. Ich sage 1200. Wer ist näher dran? Ja. Ja, fast 3.000 Euro. Was? Kostet der Flug mittlerweile. Genau. Und das ist egal, ob man jetzt Condor bucht oder Ryanair oder einen Eurowings. Man kann jetzt mit ungnädigen Zeiten und umsteigen, kann man auch für 1.400 Euro noch nach Mallorca fliegen. Aber es ist einfach teurer geworden. Und Reisen wird natürlich deutlich teurer, weil dort viel Personaleinsatz in der Regel sozusagen mit drin ist in dem Preis. Sowohl bei dem Zubringer, beim Flugzeug, bei der Bahn, beim Bus, als auch im Hotel selber. Und weil Reisen teurer sind und man halt diese eine Reise oder diese 2 Reisen pro Jahr eben nicht nicht aufgeben möchte, geht das natürlich zulasten von anderen Konsumbereichen. Plus wir haben natürlich eine klare Preissteigerung bei anderen Gütern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einer meiner Lieblings-LinkedIn-Influencer vor kurzem über die Butterpreise geschrieben hat. Ja, genau, das habe ich. 2,39 Euro kostet das Stück. Das ist misslich alles. Ja, und dann, wenn die Butter so viel kostet und der Flug nach Malle so viel kostet, dann ist ja klar, dass irgendwie für die Ottovox Winterjacke weniger Geld übrig bleibt. Ja, okay. Jetzt wollen wir die Butterblase. Wenn du jetzt demnächst in den Herbstferien nach Mallorca, machst du dann Hotel oder hast du Airbnb? Wir müssen jetzt einfach mal kurz wissen, wie ist unser Influencer Alex, macht der Urlaub? Die Kinder sind jetzt alt genug. Ja. Wir waren in den letzten Jahren immer in einem Hotel, ja. in Cala Mesquita, für diejenigen, die es wissen wollen. Und jetzt sind sie alt genug und jetzt haben wir eine Finca mit Freunden zusammen, okay, und teilen uns die dann für den Aufenthalt. Und dann muss man halt irgendwie selber seinen Cornflakes morgen in die Schale machen. Das kriegen die hin, die Kinder, das ist okay. Das kriegen sie mittlerweile hin, genau, ja. Und wenn dann nämlich der Flug nach Malle so teuer ist, und das Phänomen haben wir jetzt hier gerade beobachtet, wir wollten jetzt einfach 3, 4, 5 Tage nach Usedom, oder kriegst du auch keine vernünftige Bude unter 300, 400 Euro pro Nacht, weil natürlich irgendwie viele sagen, nee, Malle mache ich nicht, das ist zu teuer, und dann entsprechend steigen die Preise. Ist dann sowas wie Home to Go, ist das jetzt dann irgendwie ein Kauf? Also wenn ich mir die Aktie jetzt hier angucke. Ja, glaubte ich schon. Ich bin ja hier in einem Feriengebiet, ja, sozusagen in der Nähe von Kiel und habe ja viel Kontakt zu Campingplätzen und Campingplatzbesitzern. Und da hätte ich jetzt gedacht, dieses Jahr sozusagen muss ja ein Wahnsinnsjahr sein. Alles wird irgendwie teurer, die Leute haben weniger Geld, also müssten ja Urlaube boomen, wo man dann selber sein Hotel dann mitbringt. Ja. Das sind ja dann Wohnwagenurlaube. Aber die haben alle eher ein schlechtes Jahr gehabt. Da sind dann doch die Leute dann wieder nach Malle geflogen. Und, also ich hätte aber gewettet, dass Campingplatz irgendwie 2024 ein Megabusiness sein müsste. Vielleicht sind einfach auch zu viele Wohnwagen untergegangen bei der großen Sturmflut hier im Oktober im letzten Jahr. Kann auch ein Grund sein jetzt hier für die Region. Wir hatten es ja nicht einfach. Aber grundsätzlich ja Home to Go. Also Dinge, wo
Also alles Geschäftsmodelle sozusagen, die mit weniger Personaleinsatz auskommen als das Konkurrenzmodell, würde ich bevorzugen. Ja, aber Home to Go ist eins davon. Ja, aber Home to Go ist, wenn du die Aktie dir anguckst, ich bin da seit dem SPAC, bin ich da Aktionär. Der SPAC ist zu 10 rausgekommen. Ich will nicht erzählen, wo sie jetzt ist. Das ist ein, okay, das frustrierendes Thema. Da warte ich noch seit Jahren auf die große Erweckung, dass das der große Trend kommt. Jetzt wollte ich noch wissen, weil Weihnachten ja so langsam vor der Tür steht und es gibt Leute, die wollen schon mal gucken, wo muss ich Weihnachtsgeschenke dieses Jahr kaufen? Und wo du, wenn du sagst, man kann vielleicht noch einen Schnapper... Du willst das wissen, der die Geschenke am 24. Genau. Am 23. Ich bin normalerweise der 24. Dezember Käufer, aber jetzt habe ich ja gelernt, dass wenn man 3 Wochen vorher das über diese Geschichte macht, dass man dann sehr, sehr viel Geld sparen kann. Vielleicht kannst du uns noch einen kleinen Hinweis geben, wo werden Weihnachtsgeschenke dieses Jahr geshoppt und wie macht man das am cleversten und wann macht man das vor allen Dingen? Ja, also ich habe ja gar nicht das Problem sozusagen mit dem Shoppen sozusagen zum 24. oder 3 Wochen vorher, sondern sich zu überlegen, was will man den Leuten eigentlich schenken. Wir kommen jetzt ja alle in einem Alter, wo sozusagen ich jetzt das neue iPhone für dich jetzt auch nicht mehr eine Rolle spielt, ja. Holger, glaube ich. Ich hab noch ein iPhone 11, ich habe das noch und das ist funktioniert und das ist okay. Ja. Ja. Hm. Aber ich war tatsächlich überrascht, ich habe in einer Temo-Bestellung vor einem halben Jahr habe ich so einen Gartenschlauchaufsatz gekauft, so eine Gießdüse, quasi man vorne am Schlauch dran macht. Den Blumen besser gießen kann, 6,99. Und dann war ich jetzt vor kurzem in Hornbach hier und habe die gleiche Düse auch für 6,99 von der Hornbach Eigenmarke gesehen. Die hat, glaube ich, irgendwie 10 Jahre Garantie. Das wäre ein viel schlauerer Kauf gewesen. Also ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass man alle Produkte deutlich günstiger auch bei diesen neuen Plattformen bekommt. Jetzt will ich jetzt vielleicht keine Düse zu Weihnachten verschenken. Vielleicht gibt es noch andere Geschenkeideen. Als Düsen. Und ich meine, wenn nichts anders geht, sagt man, ich schenke dir Zeit, aber... Nein, aber das ist, ich meine, so billiger als jetzt wird es nicht, weil die meisten Unternehmen haben ja, also in fast allen Sparten wurde quasi ein Überstand an Ware aufgebaut, weil es halt so eine krasse Nachfrage bei Corona gab. Dann haben alle ihre Läger voll gemacht und wir hatten jetzt sogar Anfang des Jahres gab es schon Fahrräder irgendwie für -30%. Das gibt es normalerweise erst am Ende der Saison. Mhm. Also ich habe auch ein, zwei Fahrrad-Podcasts vor kurzem aufgenommen. Also, wenn man zum Beispiel sich ein neues Fahrrad kaufen möchte, ist jetzt dieses Jahr ein perfekter Zeitpunkt. Okay. Also da kann man wirklich, wirklich nochmal sparen. Ja. Ich glaube, dieses Leasing-Modell gab es in den letzten 2 Jahren jetzt ja ganz massiv, dass man dann über das Gehalt das Fahrrad abzahlen kann. Das spart man nochmal 30%. Also wer schon immer mal ein teures E-Bike haben wollte, der kann jetzt im Vergleich zum Beispiel zu 2023 und wahrscheinlich im Vergleich zu 2025 nochmal 30-40% sparen. Das wäre mein Spartipp. Da sei aber auch gesagt, dass die Reparatur dafür doppelt so teuer ist wie noch vor ein paar Jahren, weil inzwischen sozusagen nur noch Mechatroniker in diesen Fahrradläden agieren und die entsprechend, da haben wir wieder die Lohnkosten, lieber Alex, bezahlt werden müssen. Aber gut. Komm, hast du noch ein paar mehr Ideen für Weihnachtsgeschenke? Fahrrad haben wir jetzt. Fahrrad ist schon. Was haben wir jetzt? Haben wir noch im Angebot? Hast du noch mehr? Fahrrad. Ich würde noch bis Weihnachten warten, damit der Druck auf der Automobilindustrie so groß ist. Ich bin ein großer Fan vom MyDeals-Portal und gucke da mal, was neue Leasingangebote für Autos sind. Und da sind wir mittlerweile wieder Leasingraten im Bereich 0,4. Ja? Und ich glaube, wir kommen wieder auf 0,25. Da verdient auf jeden Fall keiner mehr was dran. Und dann kann man da sehr, sehr günstig Auto fahren in den nächsten Jahren. Das würde ich verfolgen, weil der Druck auf der Automobilindustrie, die Sachen loszuwerden, der steigt gerade so immens. Da werden wir ganz, ganz viele spannende Rabatte noch sehen. Das stimmt, da gibt es eine gute Dynamik. Also ich sehe auf MyDeals nach wie vor gar nichts. Das ist die chaotischste App, aber ich habe das System wahrscheinlich einfach noch nicht verstanden. Wir hatten den Gründer sogar hier mal. Ist schon eine Weile her. Wir haben es nicht verstanden. Vielleicht, kannst du uns sagen, wie nutzt man das, dass man da durchsieht? Die ist ja wahnsinnig hässlich, die Seite. Und man muss ja erstmal irgendwie da diesen optischen Widerwillen irgendwie bekämpfen. Naja, also man muss erstmal sich überlegen, hat man ein bestimmtes Produktinteresse? So, ich interessiere mich halt für Autos, jetzt gar nicht so, weil ich jetzt permanent eins will, sondern um zu gucken, wie läuft da eigentlich der Markt, wie teuer sind die Sachen. Dann klicke ich immer in diese Autokategorie rein, einmal die Woche und schaue, was gibt's da für Deals und wie sind die bewertet und was schreiben die Leute darüber. Und das gibt mir dann ein sehr, sehr gutes Gefühl, wie der Markt gerade steht. Aber ich gucke da jetzt nicht drauf, um grundsätzlich Schnäppchen zu finden. Okay. Aber für Schnäppchenjäger wäre es aber für diese Frage, die du gerade gestellt hast, wo kann ich jetzt gerade was Spannendes finden? Wenn du produktagnostisch rangehst, dann würde ich wahrscheinlich die Seite öffnen und schauen, was es da gerade so gibt und dann findet man eine Idee. Gut, jetzt haben wir Weihnachtsideen auch schon. Jetzt müssen wir noch über deinen
neuestes Buch sprechen. Was mir aufgefallen ist, das ist zuerst in Italien und Dubai erhältlich gewesen und jetzt kommt es in der kommenden Woche auch nach Deutschland. Ich fand das eine sehr interessante Publizierungsabfolge, aber vielleicht ist da eine Idee dahinter und du kannst uns erklären, ob vielleicht jeder zuerst sein Buch in Dubai und Italien veröffentlichen sollte und dann erst in Deutschland, damit es noch so vielleicht so einen Vorlauf bekommt und dann so richtig abräumt. Gib uns eine Idee, warum ist das so und was ist das für ein Buch? Und es ist auf jeden Fall ein toller Titel, Winning in the Platform Economy. Das ist auf jeden Fall, will ja jeder. Genau. Also vor 10 Jahren habe ich ja das Buch geschrieben, das E-Commerce-Buch. Und das E-Commerce-Buch war so ein Werk, bei dem das Zielmodell, das sozusagen das führende Modell, nach dem wir gestrebt haben, war so eine Art Zalando, ja, Category Killer zu werden. Und dann hatte ich, das Buch haben wir auch übersetzt, dann auf Englisch in anderen Ländern rausgebracht, aber das war da nicht so erfolgreich, weil natürlich sehr viele deutsche Beispiele drin waren. Ne? Zalando, Otto, Karstadt. Und jetzt im Rahmen des Reviews in den letzten 2 Jahren hat sich gezeigt, da jetzt eine Neuauflage zu machen, das bringt eigentlich gar nichts, weil das neue gewinnende Modell hat sich verändert. Es ist eben nicht mehr der Category Killer Zalando, sondern es ist das Plattformmodell Alibaba, ja, oder das Plattformmodell Temu. Und auch die Kriterien, wann man ein Gewinner ist, haben sich auch verändert. Das sind einfach neue Dinge, die da relevant werden, neue Dinge, die man sich anschauen muss. Und das habe ich quasi in dem Buch zusammengeschrieben, Gewinn in der Plattformökonomie. Das guckt sich quasi so ein bisschen die Entwicklung der Plattform an und arbeitet raus, was sind Erfolgskriterien von Plattformen. Und dann kann man da sich dann 20 Geschäftsmodelle durchlesen, also Alibaba, Etsy, Farfetch, Rakuten, Shein und Co. Und diese Kriterien daran messen. Und in jedem Land gibt es natürlich andere Plattformmodelle. Und anstatt es quasi einfach nur blank zu übersetzen, habe ich mir in den Ländern, in denen ich auch mal Podcasts mache oder wo ich sozusagen coole Kollegen habe, ich gesagt, hey, habt ihr nicht Lust, mit mir die Ländervariante des Buchs rauszubringen? Und da hatte sich jetzt, das wäre opportunistisch, hatten sich mit Lena Gallagher und Giulia Staffari 2 Co-Autoren gefunden in Italien und in Dubai, die dann gesagt haben, okay, ich guck mal die 10 Top-Plattformen in Italien an und dann schreiben wir das Buch mal so ein bisschen auf Italienisch. Und das Buch gibt es ja auch nur auf Italienisch für den italienischen Markt. Und in Dubai gibt es auf Englisch, aber kommt demnächst wahrscheinlich auch auf Arabisch raus, weil dort sind andere Plattformen relevant, Mums World, Noon, die hier aber gar keine Rolle spielen. Dafür spielt aber das Buch für jemanden, der dort eine Plattform betreibt oder eine Plattform werden will, spielt das eine sehr, sehr große Rolle. Deswegen ist das in diesen Ländern rausgekommen. Und in Deutschland mache ich es mit einem Verlag. Verlag hat natürlich immer ein bisschen größere Vorlaufzeiten, was Veröffentlichung angeht. Deswegen gibt es das hier erst im Oktober und eben noch nicht im Mai. Oder jetzt verstehe ich. Das eine ist Eigenverlag, das andere ist Wiley, richtig? Genau. Okay. Und aber es ist tatsächlich so, die letzten 10 Jahre dann nochmal geupdatet, das E-Commerce-Buch. Und jetzt sind es halt Plattformen. Und das Zielmodell hat sich einfach so stark verändert, dass es halt keinen Sinn mehr gemacht hätte, zu erzählen, wie wird man ein toller Online-Shop, sondern was sind eigentlich Erfolgskriterien für eine Plattform? Und das ist auch so ein Buch, bei dem man, da kriegt man ganz viele so gedankliche Brücken geliefert und kann mit denen irgendwie arbeiten, kann das dann für sich einsetzen. Aber es ist nicht so ein Buch wie 5 Tipps, um eine Plattform zu werden. Und das Feedback von unserem US-Team war, der sozusagen ehemalige E-Commerce-Chef von Walmart, ist ja unser Beirat, mit dem mache ich das US-Buch. Das funktioniert so in den USA nicht. In den USA brauchen wir Plattformen for Dummies. Da brauchen wir genau diese 10 Dinge, die man machen muss, um Plattform zu werden. Auch wenn es die gar nicht gibt, weil das ist ja ein sehr fluider Markt. Da kommen wir also erst im Frühjahr mit einer Version raus. Aber für mich ist das super herrlich, in diesen einzelnen Weltregionen mir anzuschauen, was geht da eigentlich, wie funktionieren diese Modelle, dort mit total coolen Leuten dann so ein Buch sozusagen zu schreiben oder das entsprechend anzupassen. Weil ich dann halt ganz genau weiß, was funktioniert in Schweden anders als in Italien, als in Saudi-Arabien. Und da gibt es ja wahrscheinlich nicht so viele Leute, die das wissen. Und das ist natürlich irgendwie auch total ineffizient, für jedes Land quasi ein extra Buch zu schreiben, aber du lernst halt was dabei. Das hat dann schon. Ja, aber ich würde sagen, es sind so 85% der Inhalte sind ja gleich. 15% ist dann quasi neue Cases und so ein bisschen nochmal die Geschichte der Plattform in der Region. GCC ist ja eine Region, die das da anzupassen. Und aber klar, für mich ist quasi der Lerneffekt wahrscheinlich der größte in den einzelnen Ländern. Aber es ist einfach total spannend, weil wir haben in Deutschland eine sehr, sehr Amazon-lastige Sichtweise, ne, sozusagen sehr viel Angst vor Amazon, sehr viel Respekt vor Amazon.
Das spielt natürlich in den Nordics fast gar keine Rolle. Ja, sozusagen spielt in Norwegen keine Rolle, spielt in Finnland keine Rolle. Amazon spielt auch in der GCC-Region keine Rolle. In Italien habe ich gelernt, Italien ist ungefähr 10 Jahre hinter uns. Da gibt es gar keine Plattformen, die dort entstanden sind. Da ist nämlich die Liste der 10 Top-Plattformen dann geschrumpft auf nur noch 7. Und einige davon kamen auch aus anderen Ländern. Aber wie shoppt denn der Skandinavier, wenn der, ich meine, der ist ja eigentlich über 10 Jahre vor uns oder 5 geführt. Da spielt Amazon keine Rolle. Auf welchen Plattformen tummelt der sich? Amazon SE ist ja recht spät gestartet, ich glaube erst vor 4 Jahren. Und die meisten Schweden kaufen tatsächlich auf Amazon.de, wenn sie auf Amazon was kaufen wollen und lassen sich dann aus Deutschland das zuschicken. Aber du hast dann in jedem Land tatsächlich noch ein paar andere Plattformen. In Schweden ist extrem gut Boozt.com. Eine große Fashion-Plattform, sehr erfolgreich. Ein Anti-Plattform-Modell, also es quasi hat ein komplett eigenes Inventar, keine Marktplatzpartner, ist total spannend. Aber auch dort gibt es keine intakten Innenstädte mehr. Auch dort verlagert sich das Richtung Online. Okay, aber dann bist du wenigstens jetzt weltbekannt demnächst, nicht nur bei den Zuschauerinnen und Zuschauern von Sat1 Frühstücksfernsehen, sondern auch weltweit. Das ist doch wunderbar. Dann bist du ein Weltstar. Du arbeitest dran an der Sache. Und ich arbeite dran. Das Schöne ist, du kannst es ja auch als Marketingveranstaltung für eure Spryker-Geschichte, für eure Spryker-Software einsetzen. Geht das nicht auch, dass du sagst, hier? Das machen wir so. Wir machen natürlich Events dann, ja. In Italien oder in Stockholm und laden dann natürlich Spryker-Zielkunden ein. Das ist natürlich, das geht alles Hand in Hand. Ja. Doch effizient. Gibt es neben dem Vertrag, Spryker-Vertrag, noch ein Buch obendrauf? Das ist doch toll. Zum Messepreis, genau. das ist doch schön. Ich finde, das Cover ist so nicht so. Also ich fand, das Cover war jetzt nicht so. Nicht aber so das ist das deutsche Cover hast du gesehen. Ja, ne? Genau. In anderen Märkten hast du die anderen auch gesehen? Nee, ich habe nur das deutsche gesehen. Da muss ich sagen, ich würde es jetzt nicht sofort von Thalia vom Tisch runterholen, aber es ist wahrscheinlich sowieso eher ein B2B-Buch und wahrscheinlich wird es nicht bei Thalia die große Rolle spielen oder Das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen, wie es dann, ob wir dann vor Ort Lesungen beim Thalia in Berlin haben. Das weiß ich noch nicht. Da muss ich Wiley nochmal melden. Also wir würden hinkommen, oder? Sommerfeld, wir würden zusammen, also zur Lesung würden wir von Alex an, dann wird er seine Plattform-Dinger vorlegen. Aber vielleicht wollen wir natürlich auch wissen, das hat ja auch Plattform, jeder will ja eine Plattform sein, alles will ja Plattform. Vielleicht können wir auch fürs persönliche Leben noch was draus lernen. Kannst du uns da vielleicht noch die Top 3 Lebenstipps, wie man irgendwie sich plattformisiert? Die Top 3 Lebenstipps, wie man so, ich meine, Sieger sein, kein, man will ja Sieger kein, sein. Aber ja. Kein Inventarrisiko der Plattform bedeutet ja auch, dass sie dann extrem agil sind. Sozusagen, wenn man sich natürlich zu viel ans Bein bindet, ja. Im persönlichen Leben sozusagen, hat man natürlich auch keine Agilität. Okay. Agil sein, das aber? Das macht das genau. Das macht die Plattform extrem, extrem schnell. Es gibt ja diese 5 Kriterien im Buch. Ich weiß nicht, ob du so weit schon reingekommen bist und das irgendwie durch. Das gibt es ja noch nicht in Deutschland. Ich wollte es mir runterladen. Aber konnte man das nicht? Nee, ich konnte noch nicht mal eine Kindle-Version runterladen. Da musste ich warten, ist noch nicht da, erst am kommende Woche irgendwann. Aber dann kannst du uns ja schon mal so eine kleine Preview geben, also so eine Sneak-Preview. Ja, also es gibt solche Dinge wie sozusagen, wie stark ist der USP einer Plattform, also sozusagen, wie relevant ist das Angebot tatsächlich einer Plattform im Vergleich zu anderen Anbietern in dem gleichen Markt. Wie hoch ist die Datenhoheit? Habe ich quasi exklusive Daten, die ich generiere und entsprechend auch vermarkten kann, um zum Beispiel das Werbegeschäft anzutreiben? Und das geht auch fürs persönliche Leben, wie schnell kann sich die Plattform anpassen? Also wie schnell sind wir jetzt in der Lage, diesen Podcast in den TikTok-Kanal zu bringen? Ich glaube, diese Qualifikation für Unternehmen oder auch für Plattformen, die ist im privaten Umfeld genau das Gleiche. Es lässt sich nicht mehr voraussagen, wie wir morgen unser Einkommen gestalten können, sozusagen. Die gewinnen und die ja den meisten verdienen, sind diejenigen, die am schnellsten agieren und am angstfreisten. Okay, keine Angst haben, das ist schon mal gut. Wie kriegst du das jetzt in deine Kinder rein? Du sagst ja, jetzt können sie immerhin schon ihr Müsli-Schüssel selbst befüllen, das ist ja schon eine gewisse Agilität im Urlaub. Aber jetzt ist ja die Frage, wie kriegst du rein, dass sie A, angstfrei sind und B, agil sind? Weil der Mensch ist ja eher so ein etwas trägeres Wesen, was Veränderungen nicht unbedingt als oberste Priorität zu schätzen weiß. Ja, hast du eine Idee, wie du das hinkriegst? Ja, es gibt von Jonathan Haidt so ein Buch, was gerade sehr populär ist, auch in den diversen Bestsellerlisten, das heißt Generation Angst. Ja. Das geht auch um die Kindererziehung. Und
diese Angst dieser Kinder sozusagen korreliert bei ihm halt ganz stark mit der Nutzung sozialer Medien. Also sozusagen, wie viel Bildschirmzeit gibt man den Kindern? Je weniger Bildschirmzeit die Kinder haben, je weniger sozusagen sie in diesen Medien aktiv sind, sozusagen, desto weniger Angst haben sie. Das sieht auch meine Frau, die ist Kinderärztin. Es gibt einfach ganz, ganz viele suizidale Kinder mittlerweile und ganz vieles davon lässt sich auf so Online-Mobbing zurückführen, Nutzung sozialer Plattformen. Und wenn ich quasi mir überlege, wie kann ich meine Kinder angstfrei erziehen, dann muss ich ganz klar sagen, geht das einher mit einer ganz klaren Begrenzung digitaler Medien. Und damit kann man schon eine ganze Menge erreichen. Aber jetzt sollten, kann ich jedem empfehlen, das Buch. Okay, aber jetzt sollten doch alle Kinder lernen, wie man irgendwie in 3 Sekunden den Hook kriegt und die Leute mitnimmt. Jugendliche, dazu muss ich es auch irgendwie gesehen haben. Ich kann ja nicht über irgendwas lernen, was ich nicht gesehen habe. Und Ich glaube, für Kinder ist das egal. Die müssen das noch nicht lernen. Die müssen erstmal Kinder sein. Wir müssen das lernen. Also sozusagen Nando, Holger und Alex müssen das lernen, wie das geht. Aber wir lernen das ja nicht, indem wir 10 Stunden am Tag YouTube-Shorts gucken, sondern wir müssen halt in diesen Workshop gehen, sozusagen den TikTok-Workshop. Wir müssen das ausprobieren, müssen einen extra Kanal für bauen. Wir brauchen neue Monetarisierungsidee für den Podcast, wie das irgendwie online funktioniert. Also so wird das funktionieren. Aber Kinder angstfrei erziehen, mehr Dinge zu machen, heißt einfach nur ein stabiles Zuhause bieten und weniger Bildschirmzeit. Und wahrscheinlich auch nicht sich 5-mal scheiden lassen, ist wahrscheinlich auch nicht die beste Methode, um irgendwie angstfreie Kinder zu erziehen. Also muss er auch eine Stabilität zu Hause bieten? Ja. Okay. Mhm. Oh Mann. Ja, das liegt ja oft an der Frau. Ja. Na, kleiner Spaß. jetzt zum Schluss. Kleiner Spaß unter Männern. Witzig. Gut, das war jetzt Ironie, das sollten wir vielleicht noch bei allen Menschen sagen, Disclaimer, es gibt auch Ironie und das gibt es auch noch im Leben. Jetzt wollen wir zum Schluss natürlich noch Deutschland retten. Du bist ein politischer Kopf und du hast ja auch Daniel Stelter auch nochmal in deinen Podcast eingeladen und wir mussten feststellen, wir hatten ihn ja auch hier. Es ist einfach mit diesem politischen System in der Demokratie nicht handelbar. Es gibt schon andere, es gibt so ein Paper von Harvard, die sagt, oh, eigentlich für Autokratien ist gerade die beste Zeit und jetzt kriegt man, weil Autokratien kriegen so Sachen besser hin als wir in der Demokratie, wo wir immer drüber streiten müssen, wiedergewählt werden wollen und irgendwie keine Zumutungen mehr aushalten, weil wir gewählt werden wollen. Jetzt vielleicht kannst du uns sagen, wir müssen das ja retten. Wir wollen die Demokratie retten, wollen aber gleichzeitig auch unseren Lebensstandard retten und Deutschland retten. Und jetzt, da musst du jetzt hier kommen und musst uns mal eine Idee geben. Vielleicht kannst du ja auch politisches Personal, könnten wir vielleicht ja auch hier noch für unsere politische Liste noch machen oder um ein neues Modell zu machen. Ich glaube, es müssten sich einfach mehr Menschen politisch engagieren. Ich war mal letzten Jahr bei einem Kamingespräch mit Christian Wulff dabei und der meinte in dem Gespräch, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er hat das ungefähr so gesagt, dass man früher in den 60er Jahren sich überlegt hat mit seinen 2, 3, 4 Kindern, wer wird irgendwie Arzt, wer wird Anwalt und wer geht eigentlich in die Politik. Gut, da bräuchten wir erstmal 4 Kinder, die haben wir schon nicht mehr. Okay, das Ding ist tot. Die haben wir schon nicht mehr, aber es gibt ja gar kein Interesse, sozusagen weder für die Kinder noch von den Eltern, dass die in die Politik gehen, weil das ist einfach so krass negativ belastet. Ja, sozusagen Arbeitsaufwand und wenig Fame und man kriegt diese ganze Häme ab die ganze Zeit. Deswegen finde ich sehr bewundernswert, dass Politiker das überhaupt aushalten, das dann zu machen und dass dann oft keine guten Entscheidungen dabei rumkommen oder Entscheidungen, die für uns nicht nachvollziehbar sind, weil sie oft nicht rational sind. Und auch die Parteien, die ja heute sagen, sie sind besonders irgendwie rational-liberal, FDP, CDU sagt das ja oft von sich, und da sind ja dann oft Entscheidungen dann dabei, die dann doch im Nachgang eben dann für die Entwicklung Deutschlands irgendwie nicht so gut waren. Das gilt auch für alle anderen Parteien, aber es macht, viele Dinge passen ja nicht zusammen. Ich glaube, es lässt sich nur verändern, indem man selber in der Politik mitmischt und macht. Und da fehlt mir noch so ein bisschen der Glaube daran, dass es attraktiv genug sein kann für die richtigen Leute. Ich hab ja genau zugehört, wie ihr den Daniel reinquatschen wolltet in die Deutsche Chancenpartei. Mhm. Der war da ganz nah dran vor der Gründung. Aber das ist einfach hochgradig unattraktiv, dort mitzumachen, weil man sich halt permanent Häme aussetzen muss, permanent Falschmeldungen aussetzen muss und sich überhaupt gar nicht darum kümmern kann, die richtigen Dinge zu machen. Also wenn es jetzt nur darum ginge, Mehrheiten zu finden, so mit rationalen Argumenten für seine Sache einzustehen. Mhm. Das ist das eine, das könnte man machen. Da könnte man ja verschiedene Positionen haben, da könnte Nando sagen, ich mag Atomkraftwerke und ich kann sagen, nee, finde ich aber doof. Und dann können wir die Argumente austauschen. Dann finden wir vielleicht ja irgendwo einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Aber diese Diskussion lässt ja das heutige Parteiensystem und die Medienlandschaft
gar nicht so richtig zu. Vielleicht findet die hinter verschlossenen Türen statt, weiß ich nicht. Aber solange diese Diskussion nicht stattfinden kann und solange man, egal wie abwegig die Ideen sind, das nicht sozusagen fair diskutieren kann, wird es, glaube ich, schwierig, gute Leute für die Politik zu begeistern. Das stimmt. Uns fehlte es ja auch an Personal. Also Daniel wollte ja sozusagen im Hintergrund agieren. Wir eigentlich auch nur. Also genau. es fehlt. Aber eigentlich hätten wir doch, jetzt muss ich trotzdem mal sagen, wir hätten doch eigentlich alle Möglichkeiten. Also du hast ja, du bist ein angesehener E-Commerce-Unternehmer, hast im Energiebereich, hast ja auch noch einen Energie-Podcast, hast da eine Kredibilität, die glaube ich von hoffentlich von Ideologie frei ist, und jetzt hättest du schon mal das. Dann kennst du auch Leute, die Medien betreiben, also könntest du dir auch Medienzeit irgendwie versuchen zu bekommen. Eigentlich müsste das doch funktionieren. Und nimmst du noch ein paar Kumpels zusammen von dir, da musst du natürlich gucken. Aber angenommen, das ist so, ja, wie du es beschreibst. Angenommen, ich bekomme die Medienzeit, ja, so wie sie Sarah Wagenknecht auch bekommen hat bei Markus Lanz. Genau, wir haben übrigens nächste Woche bei Welt, das muss ich nochmal sagen. Da haben wir Wagenknecht gegen Weidel. Das ist das Mega-Event der Woche am Mittwoch bei Welt TV. Das ist der Hammer, wenn die beiden sich gegeneinander duellieren. Und ich meine, wenn Wagenknecht es schafft, aus dem Stand von 0 auf 10 zu kommen, bundesweit jetzt, ja, dann muss es doch möglich sein, auch für andere das hinzubekommen. Aber angenommen, es ist so, wie du sagst. Ja. Ist das denn, also du hast vielleicht deine 10-15%. Ja. Ist das dann attraktiv? Weil, ich meine, wir haben es ja bei der AfD gesehen, die hat jetzt ja schon mehrere sozusagen Führungskrisen hinter sich, und dann die Gründer sind nicht mehr dabei und dann die zweite Generation ist auch nicht mehr dabei. Also, und jetzt ist es eine Rechtsaußenpartei geworden. Am Anfang war es ja, glaube ich, mit so einem Euro-Kritik gestartet. So, das heißt, ist ja super schwierig in dem aktuellen Parteiensystem, das überhaupt so zu hin. Eigentlich müsste es ja eine Art autokratische Partei gründen. Ich glaube, das versucht ja Sarah Wagenknecht auch. Deswegen hat die Partei ja auch ihren Namen. Ist alles sehr stark auf sie zurechtgeschnitten. Aber das heißt, man muss ja unfassbar machthungrig sein und das auch durchhalten können. Also ist das so attraktiv? Weiß ich gar nicht. Ich meine, wenn du jetzt die 10-12% schaffst als vernünftige, kluge Partei, dann bist du quasi direkt in der Koalition mit der CDU, mit der Union. Für die, so, dann bist du schon an der Macht, Alex, dann bist du schon in der Regierung und dann mit den richtigen Leuten die richtigen Sachen durchsetzen und schon, weiß ich gar nicht. Ja, aber die Frage ist ja, sind da die richtigen Leute? Ich kann mich Gespräche erinnern von einem sehr guten Freund, der vor kurzem bei meinem Geburtstag war in Sachsen-Anhalt, wo dann sozusagen eine der Gäste war AfD-Abgeordnete. Und dann hat er gesagt, okay, warum bist du denn AfD-Abgeordnete? Und dann meint sie, naja, also mich interessiert Politik gar nicht. Ich komme aus, weiß gar nicht, wo die hergekommen ist, ich glaube aus Schwerin oder so. Aber das war hier die beste Möglichkeit, so einen Sitz zu bekommen für 8.500 Euro im Monat. Ich muss irgendwie 2-3 Mal im Monat so ein bisschen ein paar Claims wiederholen. Sozusagen, also was die Partei jetzt da sagt, finde ich total irrelevant. Also komplett opportunistisch, ja, also eine Art sozusagen Joboptimierung. Dann kann sie konnte sie ihren Bruder noch in ein entsprechendes Amt geben. Es ist ja schon eine Vetternwirtschaft im Parteiensystem. Sehr gut. Ja. Und als ich das gehört habe, war ich so, das kann doch gar nicht sein. Aber fairerweise, so funktioniert ja die Welt. Aber warum so können wir denn nicht, warum können wir nicht als kluge Leute das machen? Jetzt hat das die AfD ausgenutzt. Und das Gleiche müsste ja auch möglich sein mit Leuten, die vielleicht doch noch was Gutes wollen. Genau, und die es vielleicht auch gar nicht nötig haben, opportunistisch zu sein, weil sie eben schon was geschaffen und weil du ja schon haben. Einen Job hast. Wenn deine politische Karriere jetzt nicht läuft, dann würdest du sagen, ja Gott, ich mache Spryker, das funktioniert schon, oder ich verkaufe Bücher und keine Ahnung was, oder ich habe es doch geschafft, bei TikTok den Hook in 3 Sekunden so zu machen, dass die Leute dranbleiben. Ja. Das geht doch. Also ich meine, es war doch, glaube ich, nie so einfach, enttäuschte Leute abzuholen. Viele Leute sind von den Grünen enttäuscht, viele sind von der FDP enttäuscht. Und da hast du doch insgesamt, würde ich mal sagen, ein Potenzial von, hoffe ich mal, 20-30% Leute, ich bin jetzt mal optimistisch, so, die den ökologischen Wandel wollen, aber das mit ökonomischer Vernunft und ein freiheitliches Modell dahinter. Das bist doch du, Alex. Das bist doch du. Das ist doch wirklich absolut. Das wird doch bei so vielen Leuten resonieren, die jetzt noch, also wenn ich wie viele Leute treffe ich, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich wählen soll. Und mir geht's genauso. Ich weiß auch nicht, was ich wählen soll. Und ich stehe jetzt genauso da. Und wenn dann so eine Partei käme, ich glaube, es war doch noch nie der Wunsch aber so ist das groß. Nicht, ist das nicht die Volt-Partei, die quasi Ökonomie und Ökologie so ein bisschen vereint? Ja, aber da fehlt's halt an diesen Zugpferden. Die brauchst du ja schon auch. Also du brauchst irgendwie jemand, der regelmäßig bei Sat.1 Frühstücksfernsehen auftritt beispielsweise. Nein, aber ich glaube, dass wenn die jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt ein Tim Höttges
ja, irgendwie dort bei der Volt-Partei irgendwie auftritt. Irgendwie sozusagen wirklich so ein Macher, der hat die Deutsche Telekom wieder zu alten Glanz verliehen. Wirklich ein, ich glaube, dann würde das schon reichen, um die Volt-Partei irgendwie nochmal richtig zu pushen. Ne? Dann, glaube ich auch. Also deswegen. Und die haben es in der Europawahl relativ viele Stimmen bekommen. Ich gebe zu, ich habe sie auch gewählt in der Europawahl. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt aus meiner Stimme geworden ist. Ich glaube, aber die haben in Deutschland ganz gut abgeschnitten. Ja. Volt-Partei Europa, ich schau mal, wie viele Sitze sie bekommen haben. Ja, ja. Ja, weil du genau die abholst, ne? Die ökologisch-ökonomisch denkenden Leute. Genau. So, und das wollen wir jetzt, so, Alex. Ja. Ja, ich hab das mit meiner Frau ja schon besprochen. Ja. Das geht ja nur als quasi intakte Familie. Und ich habe ja gesagt, macht das nicht Sinn, quasi nach so einem Unternehmer, nach der Unternehmerzeit hier sich mal kommunal zu bemühen, ja, keine Ahnung, der Gettofer Bürgermeister zu werden und sowas. Und hat sie gesagt, auf keinen Fall will sie Bürgermeisterfrau sein. Ja, der muss es halt selbst machen. Nee, ja. Kinderärztin ist auch, das brauchen wir auch noch. Nee, also ich würde sagen, dann nehmen wir lieber dich aus dem Verkehr als deine Frau. Ich finde es tatsächlich so ein großes, ist ja schon quasi, das hat sich im Stelter-Podcast ja auch nochmal gezeigt, wir haben ja alles da, um hier nochmal für 20, 30 Jahre Wachstum zu sorgen, ja, trotz demografischer Hürde. Es ist ja alles da. Es ist ja wirklich, wenn man in andere Länder guckt, jetzt Italien, Spanien, ist ja jetzt nirgendwo irgendwie viel besser oder attraktiver. Ja. Sozusagen ist es wirklich alles da, was wir brauchen. Und auch die Idee von Daniel, das über sozusagen smarte Schulden zu lösen oder sozusagen smartes Umverschulden zu lösen, finde ich auch total nachvollziehbar. Und das gibt mir tatsächlich zu denken, und da haben ja alle smarten Menschen, so wie du ja, das Problem, also wer ist denn eigentlich wirklich wählbar? Genau, und jetzt kommst du und jetzt sag mir bitte einer, der wählbar ist. Ich habe niemanden. Also als Partei oder als Person? Nee, ich finde auch ich habe auch mit dem Personal meine Probleme, was es gibt, ja, weil die jetzt alle schon mich enttäuscht haben. Und, Ich find nicht alle sind enttäuschend, aber sind natürlich alle gefangen in ihrem System. Ich bin zum Beispiel sozusagen ein großer Anhänger von dem, was Robert Habeck macht, sozusagen, weil er seine Sachen wenigstens erklärt. Dabei hier in unserer Region war ja auch der. Aber wenn du dusselige Ideen hast oder nicht, wenn du denkst, du bist so ein paternalistischer Onkel und sagst den Leuten, wie sie es machen müssen, das haben die Leute immer eine Abwehr gegen. Das mag ja gut gemeint sein. Ja, irgendwie eine Idee sein, dass er sagt, ja. Die Kommunikation war grottigst, ja, der Ampel und der Grünen, ja, sozusagen. Genau. Das größte Problem, also die mangelnde Sendezeit sozusagen. Auch, ich würde bei ihm auch sagen, das mangelnde ökonomische Grundverständnis. Da ist einfach zu viel guter Wille. Der hat noch nicht mal einen schlechten Willen. Das glaube ich noch nicht mal. Der will auch, seine Feinde sagen ja, der will uns hier zugrunde richten und was für ein Schwachsinn. Aber trotzdem würde ich auch sagen, da müsste auch noch mehr ökonomische Grundbildung her. Und das fehlt da auch noch. Weiß ich gar nicht. Aber also grundsätzlich das Problem bleibt, ja, und sozusagen, ich bemühe mich gerne um die Zukunft, würde natürlich auch viel lieber im Hintergrund agieren, wie Daniel und, und ihn, aber ich glaube, weil jeder im Hintergrund agiert, über LinkedIn-Kommentare sozusagen, funktioniert es halt nicht, ja, und das gibt natürlich dann den Extremen dann die Stimme, und links und rechts entstehen ja dann die Extremen, und das ist natürlich extrem unbefriedigend, weil das ja eben nicht dazu führt, diese 20, 30 Jahre Wachstum, die wir ja noch drin haben. Das Potenzial, was wir noch haben, das wird so verkümmern. Das verkümmert. Kaputt. Das verkümmert. Wir haben jetzt nochmal 20, 30 Jahre sozusagen, da können wir noch uns nochmal aufschwingen, so, und danach sind wir ja hier in diesem Podcast auch schon viel zu alt, aber sozusagen das Potenzial sehe ich total. Dass das nicht gehoben werden kann mit dem aktuellen System, das sehe ich auch, und das nervt mich als Unternehmer und als Bürger total. Aber solange meine Frau mir nicht erlaubt, sozusagen Bürgermeister von Gettof zu werden, wird es halt schwer. Na gut, vielleicht ist lokale Ebene wäre vielleicht auch etwas zu klein, und bevor du dich dann hochgebuggelt hast, ist das, da dauert zu lange. Kannst du nicht mit deinen ganzen alten Kumpels zusammen was machen? Da hast du schon mal die Patagonia-Fraktion, hast du ja schon mal dabei. Also und dann müssen wir noch ein paar handfeste Leute müssen wir noch mit dazu bekommen. Ich glaube, es geht schon was. Und die ich gebe dir, glaube ich, auch so eine Doku im ZDF oder sowas über die Sarah Wagenknecht-Partei. Ja. Ne? 5 Folgen, die wollte ich mir jetzt angucken, die haben wir hier quasi auf unserer sozusagen unserer Watchlist. Und der große Plan war ja eigentlich damals, als Tarek wollte ja Hamburger Bürgermeister werden, habe ich gesagt, dann kann Nils, quasi der Dritte im Bunde, der kann ja Bürgermeister dann von Niedersachsen werden, und ich mache das, nicht Bürgermeister, Minister von Niedersachsen, ja, ich mache Schleswig-Holstein, und dann machen wir quasi den Nordstaaten, dann bauen wir eine Mauer um Bremen. Ja, einfach quasi, damit wir brauchen ja quasi immer so ein kleines Feindbild, ja, dann können wir erstmal eine Bremer Mauer bauen, aber so entsteht ja auch erstmal Wirtschaftsleistung, ja, sozusagen auf jedem Stein. Genau, das ist super. Genau. Der eine gräbt den Graben, ja, und der
andere macht es wieder zu. Das ist okay, da wird man. Ja, genau. Wir können es vielleicht noch ein bisschen effizienter machen. Aber gut, das ist schon mal eine Idee. Wo ist eigentlich der nördlichste aller dieser Bundesländer? Das muss ja wohl auch noch mit da rein, ne? Hallo, Mecklenburg, hallo? Das gehört ja wohl auch dazu. Okay, das stimmt. Aber da kenne ich keinen, der mit uns zusammen die Mauer um Bremen baut. Aber ich finde, was wichtig ist, und das finde ich auch sozusagen bei einem Podcast wichtig, ich glaube, wir müssen da dranbleiben. Wir müssen das quasi mitdiskutieren und sozusagen schauen und versuchen, da auch Lösungen zu finden. Also am Ende muss es Leute geben, die es auch selber machen, die auch bereit sind, da diese Ochsentour über sich ergehen zu lassen, egal ob es jetzt die Neugründung einer Partei ist oder die Teilnahme an bestehenden Parteien. Aber die Teilnahme an bestehenden, ich meine, das gab es ja in Berlin mal, da haben wir als Studierende die FDP unterwandert. Das war sehr lustig, aber das hat irgendwie auch am Ende nicht wirklich funktioniert, weil da zu wenig Mitglieder waren. Aber es muss was anderes geben. Da muss noch was anderes her. Also ich würde sagen, die Deutsche Chancenpartei, DCP, finde ich schon mal, Chancen finde ich ein super, super Begriff. Ja, das steht ja auch, der Begriff steht. Also das hätten wir, und jetzt müssten wir nur noch das Ganze mit Leben füllen und dann, ja. Ja, gut, okay, das ist die einzige negative Nachricht dieses Podcasts, dass wir da jetzt nicht entscheidend weitergekommen sind, Alex. Ansonsten, haben wir sehr vieles erfahren und nehmen wir sehr viel mit. Wir haben wirklich sehr viel erfahren. Eine Frage habe ich zum Schluss noch zur Comeback der Atomkraft, was wir in Amerika ja gerade sehen wegen der ganzen Data Centers. Ist sowas in Deutschland auch denkbar oder du bist ja energiebeflissen oder sagst du, das ist völliger Blödsinn, viel zu teuer, das wird nichts und Data Center, werden woanders gebaut oder weiß ich nicht. Also wird auch in Amerika nichts mehr werden mit der Rückkehr der Atomkraft, nicht weil das jetzt eine total super gefährliche Technologie ist und weil man die Endlager nicht lösen kann, sondern weil es im Vergleich mit, also Batterien sind so billig geworden tatsächlich, dass man die Dunkelflauten gut überbrücken kann und Solar plus Batterie plus ein bisschen Wind ist einfach so eine günstige Energieform, dass Atomkraft keinen Sinn mehr macht. Ist ja auch in China, werden ja nur noch die Sachen gebaut, die vor 10, 15 Jahren ausgeschrieben wurden. Da wird auch nichts mehr neu. Warum sagt Microsoft, die wollen es anders haben? Und gestern hat das dann auch, oder bis am Donnerstag, hat das auch der Google-Chef Sundar Pichai gesagt, wir wollen Atomkraft haben, weil es halt grundlastfähig und planbar und sonst was ist. Ist da ein Denkfehler drin? Sehr wahrscheinlich ein Denkfehler drin oder entsprechende Lobby, die dahinter steht. Also wenn wir jetzt uns hier drauf einigen und mal bereit sind zu sagen, wir finden jetzt Atomkraft genauso gut oder schlecht wie erneuerbare Energien oder wie Kohlekraftwerke und wir gucken nur auf die Kosten, dann ist Atomkraft um den Faktor 5 bis 10 mal teurer mittlerweile. Das kann sich auch ein Google oder Microsoft nicht leisten. Das müssen andere Interessen sein, die dahinter stehen. Und es ist ja auch easy, das zu sagen heute, weil es führt ja zu nichts. Also bis auch da ein Werk gebaut ist, dauert es halt 25 Jahre. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass das negativ auf sozusagen diejenigen, die es heute sagen, zurückfällt, weil dann sind sie längst nicht mehr im Amt. Und diese kleineren Atomkraftwerke, die man jetzt bauen will, wo Bill Gates angeblich ganz viel Geld investiert? Machen auch recht wenig Sinn. Also es kann Gemengelagen geben, also sozusagen mit großen, wo du sozusagen große Flächen hast, wie in den USA oder in China. Aber was wir halt gesehen haben, wir haben sozusagen, es gab im letzten Jahr die Prognose, dass die Kosten für ein erneuerbaren Energiekraftwerk, sozusagen, was dann auch vielleicht eine Dunkelflauten überbrücken kann mit Batterien, dass die ungefähr 2035 so weit runterkommen, dass man das mit einem Gaskraftwerk vergleichen kann. Und sind in diesem Jahr schon so weit runtergekommen. Also sozusagen, man hat sich vor einem Jahr um 10 Jahre verschätzt. Wir sind jetzt schon so günstig. Batterien sind unfassbar günstig. Kattel, der größte Batteriehersteller in China, verkauft Zellen pro Kilowattzelle für $30 an die Automobilindustrie in China. Das heißt, ein 50 Kilowatt Auto hat nur noch $1,500 Batterie. Kosten. So billig ist es schon geworden. Übrigens ist da auch MyDeals ein guter Kanal, um zu schauen, was so Heimspeicher mittlerweile kosten. Ist nur die Frage, warum Elektroautos so teuer sind, wenn sie auch angeblich 40% der Kosten die Batterie ausmacht. Nicht mehr. In China nicht mehr. In Deutschland kann das noch der Fall sein, aber in China ist das schon lange nicht mehr der Fall. Deswegen ist es auch da deutlich, deutlich günstiger. Und das kommt halt runter. Deswegen glaube ich, dass die Aussagen jetzt von Microsoft oder auch Google, das sind eher sozusagen lobbygetriebene Aussagen, aber das wird keiner mehr bauen. Es funktioniert einfach auch nicht in den Atomkraftwerken, die jetzt gebaut wurden. Sieht man in England, sieht man in anderen Ländern auch. Ist einfach zu teuer und da ignorieren wir noch alle anderen Faktoren, die sonst immer als Negativfaktoren genannt werden. Also das macht einfach keinen Sinn mehr. Haben wir das Thema auch nochmal am Ende gestreift.
Haben wir jetzt irgendwas noch vergessen? Wir sind bei Aktien gestartet, haben uns selbst optimiert und den Home-Shopping-Kanal gemacht oder den Kurs, den du irgendwie noch anbieten musst, haben die Politik noch mitgemacht, wissen, was man für Weihnachtsgeschenke kaufen muss. Also wir haben eigentlich alles dabei. Das war schon wieder eine ganze Menge. Ja, würde ich sagen. Wir haben die Welt nicht nur umrundet, sondern auch wirklich nochmal viel besprochen, was die Welt ausmacht. Ich finde, das war ein sehr schöner Rundumschlag. Ja. Und jetzt wollte ich mal schauen, was es bei Timo für Weihnachtsangebote gibt. Sind hier nur noch 8 Wochen. Ah, das sind doch angefixt heute. Ja, sehr gut. Alex, vielen Alles Dank klar. Alex. Für das Gespräch und wir freuen uns auch schon wieder dann auf das nächste, was irgendwann kommen wird. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg fürs Buch. Wie heißt es? Komm, noch einmal, jetzt kannst du einmal hier ein Shameless Plug machen. Gewinnen in der Plattformökonomie. Was kostet es, damit die Leute auch wissen, damit sie schon mal die Rückstellung bilden können? 29 Euro. Boah, das ist aber nicht ganz günstig. Aber dafür kriegen sie wie viele Seiten? 330 Seiten. Ja. Und die bekommen natürlich sozusagen Advice, für das man sonst ja bei Beratungsunternehmen mehrere 10.000 Euro zahlen müssen. Das kommt komplett kostenlos. Okay. Nein, oder für 6.000 Euro. Du hast keine Blurbs hinten drauf, wo irgendwie Leute sagen, das ist das geilste Buch, der Alex ist der geilste Typ. Das musst du beim nächsten Mal noch anders machen. Da musst du noch Menschen finden, die noch irgendwie sagen, wie toll du bist. Das beim nächsten Buch würde mir das noch einfallen. Das hatte ich im alten Buch gehabt, aber es hat gar nicht so viel gebracht. Okay, gut. Haben wir noch was gelernt? Blurbs sind nur schön, aber bringen nichts zum Verkauf. Gut, Alex, jetzt wollen wir dich entlassen und sagen vielen Dank für das Gespräch. Danke. Danke. Tschüss. Vielen Dank euch. Ja, das ist irgendwie ist es mit diesen Stammgästen und zu denen sehen wir Alex ja in jedem Fall. Man ist irgendwie immer gleich drin und es ist einfach ein kluger Kopf, der zu allem. Was Kluges zu sagen hat. Und ich finde es wirklich irgendwie ganz charmant, dass die Idee von der Deutschen Chancenpartei vielleicht doch ein bisschen größer noch die Runde machen kann. Meinst du? Ich weiß es nicht. Also ich meine, wir als Journalisten werden natürlich jetzt irgendwie nicht die führenden Köpfe und Antreiber der Deutschen Chancenpartei, aber weiß ich nicht. Also eigentlich ist man als Journalist man macht es ja nicht mit guten Sachen gemein, weil man als Journalist ja nur das beschreibt, was eigentlich ist und nicht das, wie man es haben wollte. Wir sind ja hier keine Haltungsjournalisten oder was. Aber ich finde, wenn das Land so den Bach runtergeht, wenn man da zumindest mal einen Impuls mitgeben kann, finde ich, ist es okay, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dass man damit einen Nerv trifft, das haben wir jetzt gemerkt. Mal sehen, wie das Ganze weitergeht mit der DTP. Also jeder, der jetzt dabei sein würde, vielleicht könnte er einfach, ich weiß nicht, so eine Mail schicken. Ich weiß, keine Ahnung. Was macht man denn? Einfach eine Mail an Daniel Stelter oder Alex Graf. dann liegt der Ball bei denen. Ja, das ist sehr gut. Okay, gut. Und schöne Grüße von uns. Okay. Schöne Grüße hast du auch bekommen vom Kollegen Kapaczynski, lieber Holger. Denn diese deine Verjüngungskur, diese Episode, das geht weiter, die Geschichte, ne? Das stimmt. Wir hatten ja diese Woche die Triple-A-Idee Beiersdorf, die ja so ein bisschen sich L'Orealisieren wollen. Also mehr wie L'Oreal. Das fand ich auch so schön. L'Orealisieren. Das ist ein schönes Wort. Hast du das irgendwo, habt ihr euch das ausgedacht oder ist das? Ja, haben wir das ausgedacht. L'Orealisieren. Ja. Ich meine, du merkst diese Doppeldeutigkeit, ne? Ja. Ja, gut, okay. Ich wollte nur sicher gehen. Danke. Gut. Sehr freundlich, sehr freundlich. Und Beiersdorf hat halt eine niedrigere Marge und hat auch so ein bisschen Industriegeschäft. Und wenn man jetzt noch ein bisschen das Portfolio ein bisschen aufhübscht, rüscht und vielleicht das Industriegeschäft, könnte man abspalten oder keine Ahnung was machen und könnte sich halt mehr auf Kosmetik noch konzentrieren, dann könnte man insgesamt die Bewertung noch höher bekommen von Beiersdorf. Und wie gesagt, ich bin ja auf diese Idee gekommen, weil ich im Supermarkt da diese Nivea-Creme mit diesem Verjüngungsstoff drin gefunden habe, die ja früher aus dem Hahnenkamm gewonnen wurde. Mittlerweile wird das synthetisch hergestellt. Und ich dachte ja, jetzt würde das mich 10 Jahre verjüngen. Und daraufhin schrieb der Kollege Kapaczynski, nee, man müsse die Eucerin aus der Apotheke kaufen. Das wäre die heiße Sache. Und da wäre dann zwar der gleiche Stoff drin, aber da wäre dann nochmal in einer anderen, weiß ich nicht was, Mischung drin. Und das wäre jetzt. Also ich müsste in die Apotheke gehen. Und Eucerin ist da auch Beiersdorf, oder nicht? Bei Eucerin ist auch Beiersdorf, ja. Also es ist der gleiche Stoff. Was wolltest du nochmal nehmen?
Ich hatte die Nivea Man-Creme. Das ja, war halt normal im Supermarkt. Und da war der gleiche Stoff. Wie hieß der nochmal? Du kennst den Stoff? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ich bin nach wie vor bei klassischen Nivea. Aber ich bin ja auch noch viel, viel jünger. Du hast diese Dose noch? Diese blaue Dose nimmst du? Nee, das sind ja diese Spender. Aber das ist auch klassisch Nivea-Creme. Nivea Lotion. Auf jeden Fall, wenn du jetzt Eucerin dir dann holst in der Apotheke, das ist die Marge ja noch höher drauf, oder? 22, die kostet 22 Euro. Das ist ja also. Und die weiß ich, soll es mal ausprobieren? Ist mir egal. Ich mach's für euch. Ich mach's für euch. Nicht für die eigene Eitelkeit. Natürlich nicht. Nein, er ist nicht eitel. Nein, der Chip ist nicht eitel. Das kann ich eigentlich bestätigen. Danke. Vielen Dank. Das muss man sagen. Die Eibeisdorf-Aktie kann aber ein bisschen Dynamik vertragen, ehrlich gesagt. So ist sie nicht. Ja, L'Oreal ist ja der Mega-Renner. Das ist ja so eine Compounder-Aktie, die ja, gut, die ist ja jetzt nicht so doll, aber in den Jahren davor immer gut gelaufen. Läuft halt gerade wegen China nicht so prima. Aber davor halt immer gut. Und da war Beiersdorf immer so ein bisschen lamer. Und das könnte man vielleicht. Ja, man könnte auch so ein Compounder werden. Dividende will man ja schon erhöhen. Also ich glaube, das sind gute Bedingungen. Ja, deswegen war es ja auch eine Triple E in dieser Woche. Und in der nächsten Woche gibt es wieder Ideen, auch von dir, und aber diesmal in der Kombination mit dem Eckart. Mhm, genau. Dann werden Eckart und ich hier das Regiment führen. Und dann werden wir euch erzählen, geht die Berichtssaison los, aber leider erst am Freitag. Nee, die geht schon, glaube ich, vorher los mit Pepsi und mit Domino's Pizza und dann kommt JP Morgan und Wells Fargo. Ihr habt doch Tesla, habt ihr doch. Uns gibt Tesla, Donnerstag ist der große Tesla-Tag und die Frage, findet dieses Event statt? Ja, das ist die Und wird Frage, das Auto, ja. wird das Auto alleine fahren? Oder wird das da irgendwie wieder, oder wird es wieder heimlich? Die hatten ja schon damals diesen Roboter, der die T-Shirts zusammenlegen konnte. Da wurde ja auch schon so ein bisschen rumgefaked und wurde da noch irgendwas nebenan gestellt und dem noch angeleitet. Und ich bin mal gespannt, was wir dann dazu Wann sehen. Wann hat Elon das im August abgesagt oder das Event für August abgesagt? Das hat er deutlich vorher getan, ne? Das war nicht kurzfristig, ne? Nee, es war 8.8. Ja, und dann da sollte es sein, aber es wurde deutlich vorher verschoben und gesagt, es kommt nicht am 8.8. Ja, es gab erst eine Meldung von Bloomberg und dann hat er danach drin gesagt, ja, ist auch wirklich so. Genau, also die Chancen stehen gut, dass es diese Woche tatsächlich kommt. Ob das dann alles so toll wird und ob die Märkte sagen, ja, das ist jetzt die Revolution, das werden wir sehen und ihr werdet es begleiten. Und ihr da draußen dürft das natürlich nicht verpassen und deshalb heißt es, abonniert uns doch bitte, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und den Eckert und mich hört ihr dann am Montag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.